ganz am Anfang möchte ich deshalb mit uns allen zusammen beten. Und zwar in dem, dass wir ihn preisen, dass wir ihn loben, dass wir auf ihn schauen. Er ist das Thema, um das es bei Gottes Haus geht. Zweifellos, ja. Wir würden für nichts anderes antreten. Wir sagen, es muss immer um Jesus gehen. It's all about you, Jesus. Und es muss um den Heiligen Geist gehen. Und es muss um den Vater im Himmel gehen. Amen. Und deshalb will ich beten mit diesen Worten aus 1. Chronik 29. Und dass wir uns im Gebet fokussieren auf das, wer er ist, was ihm gehört, dass ihm alles Lob gehört, was wir hier als seine Kinder ihm bringen können. Herr, wir danken dir für diese besondere Gemeinschaft, die wir jetzt miteinander haben dürfen. Ja. Wir danken dir, dass du deine Hand auf unsere Leben legst und dass du uns zu dir hin verändern möchtest, dass du dich zu uns stellst, dass du deine Kinder siehst, dass du uns hörst und wir sind sicher, dass du uns antworten wirst. Amen. Und wir kommen jetzt zu dir, denn dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein ist das Königreich, du bist erhaben über alles. Und du bist das Haupt. Amen. Yes. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Yes. Wir preisen dich, Herr Jesus. Wir danken dir, Vater im Himmel, für diese gemeinsame Zeit, die wir mit dir jetzt haben. Und wir beten, dass du herzensverändernde Zeit jetzt schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Martin, es gibt Neues von Gottes Haus, was die meisten jetzt schon gemerkt haben, ja? Weiß nicht. Dann sag mal was dazu. Seit gestern Abend, kurz vor Mitternacht, haben wir eine komplett neue Webseite. Unsere Webseite hat, die ist super gewesen. Ja. Und die war richtig alt. Die war von 2013, was für eine Webseite uralt ist. Und die war von der technischen Seite her komplett am Ende ihrer Kapazitäten angekommen. Und wir haben ein komplettes Redesign gemacht. Unsere Webseite ist also jetzt funkelnagelfrisch. Und wir haben Möglichkeiten, die mit der alten einfach nicht gegeben waren. Wenn du also noch nicht mal drauf warst, dann schaust dir einfach mal an. Es gibt viel zu entdecken, viel zu stöbern. Stimmt. Es ist noch nicht 100% fertig, ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Und genau. Und im Zuge dieser Umstellung gab es auch im Vorfeld ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wer das vielleicht mitbekommen hat. Wir hatten das auch dann auf der Webseite mitgeteilt. Von Mittwoch letzter Woche? Mittwoch letzter Woche, genau. Ja. Mittwoch letzter Woche bis Montag dieser Woche. Ja. Also komplette 5 Tage, waren alle Meldungen, die man auf der Webseite eingetragen hat, diese sogenannten Formulare. Also wenn du dir einen Freundesbrief bestellt hast oder uns irgendwas mitgeteilt hast. Oder Gebetsanliegen. Ja, all diese Sachen. Den Spaziergang bestellen wolltest oder diese ganzen Dinge. Genau, die kamen nicht an und die können auch nicht hergestellt werden, die sind einfach weg. Ja. So, also wenn du in dieser Zeit was uns geschrieben hast, dann schreib es einfach nochmal. Und wenn du nicht sicher bist, schick es uns lieber auch nochmal. Dann sehen wir, das ist besser doppelt als gar nicht. Genau, einfach nur als Info. Also nicht, dass du dich wunderst, wenn du nichts von uns hörst oder nichts bekommst. Unter Umständen ist das damit untergegangen. Das betrifft nicht die Shop-Bestellungen oder die... Ja, also nicht die Buchbestellungen vom Shop, das betrifft aber vielleicht auch nicht den Spaziergang, Martin. Ja, den schon, aber es betrifft auch nicht Leute, die uns angeschrieben haben, direkt ein Mail aus dem Mailprogramm geschrieben haben, das auch nicht, sondern nur die Formulare, die auf der Webseite sind, wenn man die genutzt hat. Das hat leider gedauert, bis wir das reparieren konnten, beziehungsweise überhaupt erstmal gemerkt haben. Das war leider etwas unglücklich gelaufen, aber kann passieren. Also die Technik ist schon heute speziell. Vieles ist einfacher, vieles ist komplizierter. Also es ist wirklich schon eine große Arbeit jetzt in der letzten Zeit gewesen. Und eigentlich... Man weiß gar nicht, was alles schief gehen kann, bevor es nicht schief geht.
Eigentlich wollen wir heute Abend mit euch diese neue Webseite feiern und wir sind wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Es gab viele Probleme im Vorfeld, bis überhaupt diese ganze Webseite... Wir sind seit anderthalb Jahren an dem Projekt dran, ja. Bis sie zustande gekommen ist, durchgekommen ist und jetzt steht sie und wir sind sehr, sehr glücklich damit. Und geh auf die Webseite, stöber mal ein bisschen da drin. Du wirst viele Dinge finden, die dich bereichern, die dein Glaubensleben bereichern. Auch Dinge, wo du dir Sachen runterladen kannst unter einer Rubrik, die heißt, was dir wirklich hilft, wo du Texte runterladen kannst. Videoclips, kurze, längere Predigten, egal was, du kannst da wirklich Zeit auch mit verbringen, diese Webseite anzuschauen, um einfach bereichert zu werden in deinem Glaubensleben. Also wenn es dir mal schlecht geht, dann such dir die Seite, was dir wirklich hilft und arbeite mal diese acht verschiedene Dokumente. Arbeite die einfach mal durch, nur mal lesen. Ich garantiere dir danach, wird die Situation anders aussehen. Ja. Weil du dich mit Wahrheiten füllst, die dir wirklich helfen. Ja. Das Schöne an so einer Webseite ist ja, dass sie nicht nur für unser Land erreichbar ist, sondern wirklich um den ganzen Globus rum. Ja. Wir haben jetzt einige Leute in USA, in Israel, in Türkei. In der Türkei sogar, Halleluja. Ja. Australien. Ja, so die uns anschreiben und das sind Leute, die deutschsprachig immer noch geblieben sind, lange Jahre in anderen Ländern wohnen und leben und die total gesegnet sind, weil sie selbst merken, wie wichtig Ermutigung in ihrem Leben ist. Und nicht nur Ermutigung, ach Martin, das wird schon besser werden, sondern Ermutigung mit dem Wort Gottes. Und Ermutigung, die über die Grenze von das weiß ich schon alles, das kenne ich schon alles hinausgeht. Denn unser Spruch, den wir immer sagen, der heißt, Gott hat mehr für dich. Und das ist etwas, was wir zutiefst selber glauben und schätzen und was wir immer wieder beten. Wir beten das für uns. Gott, du hast mehr für uns. Das, was wir bis jetzt erreicht haben, das, was wir bis jetzt sehen, das glauben wir nicht, dass das Ende ist. In der Tat. Sondern wir glauben dir, Herr, für mehr für uns. Dass du mehr Raum in uns schaffst, dass der Heilige Geist mehr in uns wirken kann, dass wir mehr Weisheit haben, mehr Erkenntnis und Gnade und dass wir mehr an Liebe und Zuwendung und alle diese Dinge von ihm empfangen können. Und Krafttaten und Zeichen und Wunder und Heilung und, ne? Ja. Nicht vergessen. Nein, ich vergesse es nicht. Was wir in diesem Zusammenhang noch sagen möchten, ist, wir danken allen, die bei Gottes Haus durch ihre Finanzen einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass es überhaupt möglich war, jetzt diese Webseite neu zu machen, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt Livestream haben können, dass wir so eine kleine Studioatmosphäre schaffen konnten und wir danken euch von Herzen. Wir wissen, dass man wirklich hart arbeiten muss, um seinen Lohn zu bekommen und dass man prüfen muss, wofür will ich im Reich Gottes noch Geld abgeben. So, und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar für Leute, die investieren in den Dienst. Und manche sind schon seit einem Jahrzehnt mit uns verbunden, muss man wirklich sagen, und haben die Arbeit ermöglicht. Ja, das stimmt. Es ist etwas, was ein Spendenwerk ist. Ja, genau. So, und dann eine starke Seite von Gottes Haus ist das prophetische Reden, das prophetische Schauen in das, was kommen wird, was im Geist Gottes schon verankert ist, was er uns hören lässt, wo wir uns täglich ausstrecken, um dran zu bleiben, ihn zu hören, immer feiner im Gehör zu werden. Und Martin, das musst du jetzt uns nochmal sagen, dieses interessante prophetische Wort über die Sommerhitze. Also das ist etwas, das hatten wir vor, glaube ich, zwei Wochen schon mal gesagt. Genau. Aber weil es sich wirklich verdichtet, haben wir den Eindruck gehabt, wir sollten es nochmal bringen. Und zwar
ist das ein Eindruck, der hatte, den der Dr. Arndt Kischkel hatte aus dem Schwarzwald, ja. Der prophetisch für einen sehr, sehr gestandenen Mann Gottes halten. Ja, und er ist jemand, der, wie soll ich mal sagen, der macht nicht was, um irgendwie so ein bisschen Public zu werden. Ja, berühmt zu werden oder irgendwie was, sondern das ist alles richtig gesettelt und gut. Und er hat dieses Wort gehabt von 5 Verheißungen Gottes und 5 Krisen, die es verhindern wollen. Mhm. So, und ich lese es ganz kurz vor. Im Gebet sah ich 5 Hügel vor mir, die alle auf dem vor uns liegenden Weg zu bewältigen waren. Ich merkte, dass diese vor uns liegende gesellschaftliche Erschütterungen markierten, relativ kurz hintereinander. Ich sah 5 Krisen kommen, in relativ kurzer Folge hintereinander. Mir wurde bewusst, dass dies nur Reaktionen des Feindes waren auf die gewaltigen Durchbrüche, die Gott denen ermöglichen möchte, die ihm vertrauen. So, da war als erster Berg die Corona-Pandemie. Dann sah ich eine Hitzewelle im Sommer 2020, und das ist es, worum es geht. Eine Hitzewelle im Sommer 2020. Dann eine massive Finanzkrise, daraufhin eine Erschütterung in der Politik, schließlich eine spirituelle Sinnkrise, die viele Menschen erfasste. Wir halten das für absolut vertrauenswürdig und sagen, und das ist etwas, wo wir 100% damit übereinstimmen. Und dann etwas weiter in der Prophetie, die übrigens am 4. April gegeben ist, also ja, vor ist zweieinhalb Monaten fast. Sagt der Prophet, Gott möchte die Herzen wieder mit seiner Liebe entzünden und mit dem Feuer seines Geistes entfachen. Im Sommer dieses Jahres ist ein solcher Feuerfall verheißen und Christen können in der ersten Liebe aufstehen. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass es klimatisch in unserem Land eine starke Hitzewelle geben wird. Wofür werden unsere Herzen brennen? Ende Mai hatte Marcelo Cocciullo, glaube ich, spricht man das aus, er aus der Schweiz, ebenfalls ein Prophet, nahezu das Gleiche gesagt. Ja? Er sagt, in der Endzeit, in welcher wir uns befinden, werden die Abstände zwischen den Wehen, zwischen den Wellen, die Drücke auslösen, immer kürzer. Der nächste Druck, der über Mitteleuropa kommen wird, ist eine enorme Hitzewelle. Und er bringt es sehr, sehr präzise dann. Es wird einen gewaltigen Hitzesommer geben. Es wird der heißeste Juli des Jahrhunderts. Ende Juni, vom 23. bis zum 28. Juni, nächste Woche, werden wir... Diese Woche. Nächste Woche. Ist der 23. Heute ist schon Freitag. Ja. So, ja, aber jetzt kurz vor der Haustür, ne? Werden die Temperaturen in die Höhe gehen. Danach wird es 5 bis 6 Wochen sehr heiß bleiben. Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten in der Nordwestschweiz und sehr wahrscheinlich auch in anderen Regionen geben. Wie gesagt, aus der Schweiz geschrieben. Und ich lese nochmal weiter. Die Hitze ist ein teuflischer Plan, deshalb lasst uns intensiv für Regen beten. Gottes Plan für diese unangenehme Zeit ist, die Herzen wieder zu entfachen, eine tiefere, neue, entfachte Liebe zu ihm zu ermöglichen, müde Glieder zu erquicken, lauwarm gewordene Visionen und Aufträge zu erhitzen. Das ist also 2 Leute, die im Grunde genommen das Gleiche sagen, prophetisch, und sagen, Achtung, wir bewegen uns in eine sehr dramatische Hitzewelle hinein. Und ich weiß nicht, ob du das allgemein hier verfolgst. Ich hatte heute dann gesagt, oh, es ist so kalt, ich muss mir noch meine Strickjacke anziehen. Ich weiß nicht, stimmt das denn oder stimmt das nicht oder wie auch immer. Und das ist genau unser Verhalten. Wenn wir eine Prophetie hören, dann sagen wir, ich gucke im Natürlichen und ich sehe nichts. Nichts, was zu dieser Prophetie passt. Ja, der Himmel ist grau und es ist eiskalt. Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Tsunami oder ein Sturm in USA angekündigt wird, ein Hurricane, dann ist der Himmel eigentlich immer noch blau, die Vögel singen. Und manche Leute könnten nun sagen, so ein Quatsch, ist doch blöd. Aber wenn du die Berichte von dort siehst, dann weißt du, sie fangen an, sich vorzubereiten, sie fangen an, die Fenster zu vernageln, sie fangen an, wirklich Wasser und Lebensmittel zu bunkern, damit sie vorbereitet sind, wenn es kommt. Ja. Und das hat heute wieder echt zu mir gesprochen, dieses,
ich weiß gar nicht, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern, es ist kühl, was soll das werden, ja? So, jetzt? Genau, also was die Leute in den USA haben mit diesen Hurricane-Warnungen, ja, ist eine Information. Genau. Die haben eine Information und sonst haben sie gar nichts. Ja. Um sie herum ist alles noch normal, aber sie glauben der Information. Und genau das ist, was Prophetie ist. Du bekommst eine Information über etwas, was kommen wird, und es sieht mit nichts danach aus, genau, unter Umständen. Genau. Aber du sagst, diese Information ist etwas, ja, das nehme ich ernst und ich bereite mich vor. Dazu dient Prophetie, ja, ja, im unterschiedlichsten Bereichen. Das ist etwas, was der Herr uns sagt, damit wir uns in Weisheit vorbereiten können, darauf reagieren, genau, können, was auch immer sein dran ist, ja, damit wir da hineingehen, genau, können. So, heute Meldung hier bei Focus Online. Eine Hitzewelle rollt auf Europa und Deutschland zu. Höchstwerte von weit über 35 Grad sind zu erwarten. Selbst 40 Grad können lokal auftreten. Unangenehm wird es mit der aufkommenden Schwüle und den tropischen Nächten. Die Hitzewelle startet ab Montag und verstärkt sich von Tag zu Tag. Wenn du das liest, du denkst, die haben das bei dem prophetischen Wort abgeschrieben. Das, ja, ist echt der Hammer. Genau. Ja? Und was wir eigentlich sagen wollen, ist nur, wenn prophetische Impulse kommen, nehmt, ja, die ernst. Ich meine, ich könnte das jetzt hier vorlesen. Brauch, das könnt ihr nicht selber gucken. Ja. Werden wir sowieso in den nächsten Tagen und Wochen uns vermutlich mit sehr intensiv beschäftigen können. Ja. Aber was eigentlich der Punkt ist, erstens, sei schlau. Wenn du ein Klimagerät brauchen solltest, kauf es dir jetzt. Du weißt nicht, ob in vier Wochen dann nicht der Markt leergefegt ist. Ja? Also einfach nur mal ganz praktisch. Oder besorg dir Wasser oder was auch immer. Ja. Ja. Aber das andere ist, wenn ein prophetisches Wort in einem solchen Bereich sich als real herausstellt, dann sind auch die anderen Punkte eben etwas, wo der Herr zu uns spricht. Ja? Und wenn er sagt, hier sind die Hitzewelle im Sommer 2020 als zweite Krise, als zweites Hindernis, was zu bewältigen ist, dann eine massive Finanzkrise. Da sagen eine Haufen von Finanzleute, sagen, wir bewegen uns aber sowas von wie auf Schienen da hinein. Dazu muss man auch im Grunde genommen kein Prophet sein. Also das ist offensichtlich. Ja. Daraufhin eine Erschütterung in der Politik. Das ist von verschiedensten Leuten auch vorhergesagt worden. Habe auch ich weitergegeben, weil der Herr auch in dem Bereich zu mir gesprochen hat. Und schließlich eine spirituelle Sinnkrise. Ja. Und diese Sinnkrise, die wird das Fragen, denke ich mal, nach dem Herrn auslösen. Weil die Menschen merken, dass die Dinge, auf die sie sich verlassen, dieses irdische Ding, dass das erschüttert wird. Ja. Und das ist das, was das prophetische Wort sagt. Es wird, ja, alles erschüttert werden, was nicht auf dem Felsen gegründet ist. Ja. Damit wären wir eigentlich auch schon, Martin, bei dem Thema heute, was wir, oder den Themen, die wir heute eigentlich auf dem Herzen haben. Und zwar ist das eine, was wir uns anschauen wollen, ist neuer Name, neue Identität. Ja. Darüber möchte ich sprechen. Mhm. Und das andere von dir. Ich weiß es auch so, ne? Ich spreche darüber, über etwas, was für die meisten Menschen eine echt schlechte Nachricht ist. Eine echt schlechte Botschaft, eine echt schlechte Message. Und das ist sehr spannend. Ja, so, wir sind gespannt, wie das Wort Gottes zu euch sprechen wird, wie es zu deinem Herzen sprechen wird. Und wir haben auch in dieser Woche einige Gebetsanliegen bekommen. Die haben wir auch wieder hier in unser Körbchen getan. Ihr wisst das vom letzten Mal. Dieses Körbchen mit den Gebetsanliegen, dieses Mosekörbchen, dieses, wie hieß das? Teba, dieses Schilfkörbchen, was auch das gleiche Wort ist, wie bei der Arche verwendet wird in der Bibel, nämlich dieser Schutzraum, nämlich dieses, Gott passt persönlich auf. Gott hat dafür gesorgt, dass das Mosebaby nicht im Nil ertrunken ist. Gott hat persönlich dafür gesorgt, dass Noah mit seiner Frau und seinen drei Söhnen und Schwiegertöchtern, dass sie bewahrt geblieben sind, bis sie in dem Neuen angekommen sind. Und das Wort, was der Herr zu mir da letzte Woche gesprochen hatte, war ja,
Also es ging um die Gebetsanliegen und dass ich gesagt habe, Herr, dein Volk leidet so schrecklich. Ich kann die Gebetsanliegen nicht einfach zur Seite legen und sagen, na ja, mag sich kümmern drum, wer will, wie auch immer. Und mir hat es so im Herzen gelegen und der Herr hat gesagt, tu sie in das Körbchen und warte, bis ich mein Werk vollendet habe oder vollbracht habe. Eigentlich vollendet, bis ich mein Werk vollendet habe. So, also wenn du noch Gebetsanliegen hast, du kannst sie uns gerne zuschicken. Wir werden dafür beten in dieser Zeit, jetzt in der Woche. Ja, wir beten eigentlich immer für die Anliegen. Wir beten immer dafür. Und einmal im Monat werden wir in der gesamten Gemeinschaft dafür beten wollen, dass wir mit euch gemeinsam dieses Körbchen vor dem Herrn als ein Schwingopfer quasi bewegen und dass wir sagen, Herr, schau auf das Leben dieser kostbaren Menschen. Und wie gesagt, du kannst es gerne uns zusenden und wir tun diese Gebetsanliegen uns aufs Herz legen. Einige Leute haben auch richtig geschrieben, hier ist mein Anliegen, ihr müsst es aber in das Mosekörbchen tun oder sowas. Ja, genau. So, das ist etwas, was uns auch gezeigt hat, wenn man einen prophetischen Eindruck hat, der so, ich will mal sagen, so nichtssagend aussieht, ne? Der so normal ist und es ist nichts Besonderes oder wie auch was, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, dann muss man dem nachgehen. Dann darf man das nicht einfach so zur Seite schieben und sagen, naja, kam aus meinem poetischen Gedankengut oder so irgendwie was. Sondern es gehört mit zur Schulung des Geistes, dass wir hören, wie er spricht und dass wir in diesen ganz praktischen Dingen ihm folgen. Und das wollen wir unbedingt mehr und mehr lernen. So, du hast eben davon gesprochen, von diesem prophetischen Wort, was die Leute in eine Sinnkrise bringen wird. Ja. Darüber habe ich jetzt in dieser Woche auch nachgedacht und ich hatte den Eindruck, dass im Moment viele Leute nachdenken. Viele Leute hatten mehr Zeit und wenn man vor der Krise das Gefühl hatte, dass man alles im Griff hat und dass der Stress im Alltag da ist und dass man diesem Stress gerecht werden muss, so hat es doch innerhalb der Krise und jetzt, wo wir vielleicht hoffen, dass diese Krise sich zum Ende neigt, hat es doch ein neues Denken gegeben, ein neues Nachdenken über uns selbst, über unseren Glauben, so wie ein Barometer, was anzeigt, wie der Level ist, wie der Stand der Dinge ist. Und wenn du mit dem Herrn lebst, dann wirst du merken in deinem Geist, nichts ist im Natürlichen mehr so, wie es vorher war. Und wir gehen davon aus, dass es auch nicht mehr so sein wird, wie es vorher war. Denn weißt du, wenn der Herr davon spricht, dass Wehen in Gang kommen und dass diese erste große Wehe ausgelöst wurde, dann heißt diese Wehe, die zu der Geburt direkt kommt, heißt, jetzt geht's los. Und diesen Eindruck haben wir, dass die Zeit sich geändert hat, dass wir wirklich in diese Letztzeit eingetreten sind. Plötzlich sind alle Dinge anders. Es ist nicht mehr, wie es vorher war. Und die Dinge, die vor 3 Monaten, nur 3 Monate, das musst du dir vorstellen. Wir haben manchmal das Gefühl, das dauert ja schon endlos. Aber es sind nur 3 Monate, in denen wir jetzt gemerkt haben, wie diese Krise unseren ganzen Alltag, unser Leben verändert hat. Es sind nur 3 Monate und wir sprechen jetzt schon von dem Vorher, damals vorher. Und wir merken, dass unser Glaubensfundament wirklich neu abgeklopft wird. Wo stehe ich eigentlich? Ist mein Fundament wirklich fest in Gott?
Was ist mit dem Leben von meinen Kindern? Was ist mit dem Leben unserer Kindeskinder? Was ist mit der Verwandtschaft, mit der Familie, mit den Leuten, die mir am Herzen liegen, mit den Freunden, egal mit wem? Auf einmal nimmt das mehr an Gewicht zu. Und wir müssen prüfen, wie unsere Fundamente sind. Was wir jetzt auch oder was ich oft feststelle, ist jetzt, dass es nicht mehr nur die Erstangst vor der Viruserkrankung ist, die die Menschen plagt, sondern es ist die Angst vor Strafen dazugekommen. Es ist die Angst davor, etwas falsch zu machen und eine saftige Geldstrafe zu bekommen. Und das hat mich in der letzten Woche insbesondere sehr, sehr betrübt. Und ich habe gedacht, das kann einfach nicht sein, weil uns sind wirklich schlimme Berichte zu Ohren gekommen, was im Moment passiert, wenn jemand mit der eigenen Familie mit 10 Leuten Geburtstag feiert, wenn eine Mini-Hochzeitsgesellschaft von 25 Leuten da ist, wenn jemand sich getroffen hat irgendwie. Und sofort kommt die Polizei und nimmt den Sachverhalt auf. Warum? Weil ein Nachbar eine Anzeige gestartet hat. Und das hat mich wirklich bewegt. Wir haben in dieser Woche öfter darüber gesprochen. Wir haben darüber gebetet. Und wir sind zu dieser Erkenntnis gekommen, dass dieses Denunzieren ein wirklich dämonischer Geist ist, der Angst und Schaden machen will, wie es nur geht. Bedrückung, Sorgen, Abdecken, Heimlichkeiten, alles das führt er mit sich. Dieses Diskriminieren, dieses Denunzieren ist eine böse, dämonische Sache. Und wir als Kinder Gottes sollten daran keinen Anteil haben. Wir dürfen das auch nicht einfach so dulden. Wir dürfen da uns nicht wegducken und wir dürfen da nicht einfach so tun, ja, das ist denen passiert, denen in der Welt passiert. Weißt du, das ist kein großer Schritt, bis Christen denunziert werden. Denunzieren, diese Wortbedeutung heißt eigentlich, aus nicht akzeptablen, niedrigen Beweggründen anzeigen, negativ hinstellen, öffentlich verurteilen und brandmarken. Mir ist das wichtig, ihr Lieben, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, einen Stand einnehmen. Weißt du, wir haben das in meiner Herkunftsfamilie sehr, sehr schlimm erlebt, als in den letzten Kriegstagen von dem Zweiten Weltkrieg von meiner Großmutter die beiden Söhne auf Fronturlaub zu Hause waren, hieß es schon, oh, der Krieg ist bald zu Ende, und meine Großmutter hat zu ihren beiden Söhnen gesagt, bleibt hier, der Krieg ist nächste Woche zu Ende, geht nicht mehr zurück an die Front, wir verstecken euch. Aber die Angst vor Denunzierung war so groß, dass die beiden Jungen, die 16 und 18 Jahre alt waren, wieder zurückgegangen sind an die Front. Und 3 Tage später war der Krieg zu Ende. Nur 3 Tage. Aber sie kamen nicht wieder zurück. Sie sind in diesen letzten Stunden des Krieges gefallen. Das ist ein Ding gewesen im Krieg, in diesen Umständen, was einen schrecklichen Geist von Denunzieren hatte. Lass uns beten, lass uns im Gebet aufstehen, lass uns diese Mächte attackieren, lass uns dagegen aufstehen, lass uns nicht dem Feind dieses Feld überlassen, sondern lass uns aufstehen und sagen, in Jesu Namen, wir erklären diesen dämonischen Geist von Denunzieren, von zur Schaustellen, von Anzeigen, von negativen Reden, von wirklich boshaftem Verhalten. Wir dulden es nicht und wir erklären ihn für zerstört und wir erklären ihn für vernichtet
in dem Namen Jesus. So, als ich in dieser Woche darüber nachgedacht habe und gebetet habe, fiel mir das ein, dass es ja hier bei dem Denunzieren geht es ja immer um Namen. Namen werden angegeben. Es wird angerufen beim Gesundheitsamt oder bei der Polizei oder wem auch immer. Und es werden die Namen der Leute durchgegeben, die man anzeigen möchte. Weil, wenn ich mich nicht freuen darf, dürfen die auch nicht sich freuen. Wenn ich mich schon immer über den Nachbarn geärgert habe, jetzt kann ich ihm endlich eine reinhauen. So in dieser Weise geht das ja und es geht immer um Namen. Man stellt Namen von Menschen ins öffentliche Licht unter einer anscheinenden Vorsorge für die Gesellschaft. Namen, das ist heute mein Thema. Und natürlich denkst du auch, es dreht sich ja jetzt nicht nur um den ganzen Abend, um das Denunzieren oder um dieses Thema. Das haben wir jetzt mit dem Gebetsaufruf, mit diesem Nimm das auf dein Herz und steh auf gegen diese Sache im Gebet. Das wollen wir jetzt hinter uns lassen. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was sind Namen, was machen Namen, warum gibt es überhaupt Namen? Und Namen sind eigentlich etwas sehr Eigentümliches und etwas sehr Besonderes. Wenn du in die Bibel schaust, dann wirst du feststellen, dass ganz am Anfang der Bibel, bei 1. Mose 1, Gott selber Namen gibt dem, was er schuf. Er schuf die Erde und was darauf ist und er füllte das Wasser in den Meeren und die Vögel sollten sich vermehren unter dem Himmel. Und in 1. Mose 1, Vers 21 liest du, und Gott segnete sie. Und dann lesen wir etwas ganz Interessantes in 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu schauen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Ist das nicht erstaunlich? Gott traut diesen Menschen zu, dass er die Tiere und alles, was da so geschaffen war, dass er dafür einen Namen aussuchen sollte. Ich fand das echt total genial. Und in Vers 20, da heißt es, dass Adam und Eva, nämlich Adam, was heißt Erde oder rote Erde, bedeutet, dass er schon den richtigen Namen geben würde. Gott traute Adam das wirklich zu. In 2. Mose 3, Vers 13, lesen wir von einer besonderen Begegnung, wo es um den Namen Gottes geht. Weißt du, Gott selbst musste sich vorstellen. Da sagt nämlich Mose zu Gott, siehe, also das ist diese Situation, Mose an dem Dornbusch und diese Berufung von Mose und dieses, zieh deine Schuhe aus, der Boden, wo du stehst, ist heilig. Da sagt Mose zu Gott, siehe, wenn ich zurückkomme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden, wer ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott spricht zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ich werde sein, ich bin, der ich bin, ich bin ewig, ich bin der, der über allem, in allem, durch allem in eurem Leben wirken will. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist auch die Verheißung für uns. Beruf dich auf den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, weil er gesagt hat, ich bin der ich bin, ich bin felsenfest, ich bin unumstößlich, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, ich bin es, der alles in seinen Händen hält. Der Name hat in alle Ewigkeit Bestand. Wenn du in der Bibel weiterschaust, die Namen der Menschen in der Bibel, die sprechen immer auch über die Situation der Menschen, die sie gerade erlebt haben, oder über eine Entwicklung in der Zukunft, über den Weg, den er oder sie nehmen würde. Wenn du an Sarai denkst, was hebräisch Fürstin oder Prinzessin oder Herrin bedeutet, dann wird ihr Name von Gott selbst verändert, um anzudeuten, dass sie in eine andere Bestimmung gehen wird. Wann immer wir in der Bibel Berichte über Personen lesen, dann sollten wir immer mit einem gewissen Hintergrund darauf schauen, welcher Name ist das? Was für einen Namen trägt dieser Mensch, über den uns da etwas erzählt und berichtet wird? Es gibt auch Namen, die eine Zeit der Schwierigkeiten und der Schmerzen beschreiben. Jabesh zum Beispiel hatte den Namen, der heißt unter Schmerzen geboren. Jesaja heißt, Jahwe Gott hat mir geholfen. Oder Jonathan heißt, Jahwe Gott hat gegeben. Naomi, die große Frau im Alten Testament, kehrt frustriert nach Hause zurück und sie sagt über sich selbst, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, was bitteres Leid bedeutet. Sie hat selber über sich diese negative Proklamation ausgesprochen. Ich bin nicht mehr die, als die ich hier ausgezogen bin, sondern ich bin durch bitteres Leid gegangen. Aber später wird sie in einen großen, großen Segen eintreten. Später wird sie die Großmutter von Obed. Und Obed heißt Knecht oder Verehrer. Und er hat den Stammbaum von David gegründet. Und auf diesen Stammbaum bezieht sich der Messias. Gott sucht selber den Namen aus, das lesen wir auch, zum Beispiel bei Elisabeth und Zacharias. Ihr kennt die Geschichte. Du sollst ihn Johannes nennen. Für sie war das total ungewöhnlich. Das war für sie ganz, ganz komisch. Und der Zacharias reagiert auch darauf, nämlich mit Unglauben. Für ihn hat dieses Ding wirklich eine Dimension gehabt, die er nicht fassen konnte. Und auch die Nachbarn reagieren befremdet auf diese Darstellung, dass der Zacharias auf ein Täfelchen geschrieben hat, er soll Johannes heißen. Das war gegen jede Tradition, das war gegen alles, was sie kannten. Das gab es so nicht, sondern der Name des Vaters wurde weitergegeben. Dieses neugeborene Kind soll Johannes heißen. Denn Johannes heißt, Gott ist gnädig. Und das war der Auftakt im Neuen Testament, in dem, was nachher der Wegbereiter für den Messias war. Bei Maria in der Ankündigung der Geburt Jesu hören wir das ähnlich. Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das heißt Retter, Heiland, Wiederhersteller, der alles wieder in eine völlig andere Dimension bringen wird. Später lesen wir von Petrus und wo Jesus zu Petrus sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Das sind Namen, die ganz große Bedeutung haben. Und wenn du manchmal die Geschlechtsregister in der Bibel liest, wo endlos Namen aufgezählt werden, Namen, die wir kaum aussprechen können, und du schon mittendrin ermüdest, dann wirst du feststellen, in 1. Mose 5 zum Beispiel, dass es dann auf einmal unterbrochen wird in dieser Abfolge der Namen. Und dann heißt es von diesem einen Mann und Henoch wandelte mit Gott.
Weißt du, in den ganzen Geschlechtsregistern, in den ganzen Namen, die da aufgezählt werden, sticht der eine hervor. Henoch, das ist der, der mit Gott wandelte. Weißt du, das ist das, was ich auf dem Herzen habe für dich und für mich, dass wir einen Namen tragen, wo man später sagen wird oder wo man jetzt schon sagen wird, das ist jemand, der mit Gott unterwegs war, mit Gott wandelte, mit Gott sein Leben gelebt hat, auf Gott geschaut hat, hinter ihm her war und nicht nur Namen, die gegeben wurden und irgendwie später unwichtig werden. Nur noch vielleicht auf einem Grabstein zu finden, dass dieser Mensch von dann bis dann gelebt hat. Für Gott sind Namen so wichtig und wir reden heute noch über alle diese Namen, die in der Bibel geschrieben sind. Und für jüdische Menschen, die zum ersten Mal zum Beispiel ein neues Testament in die Hände bekommen und wenn sie diese Geschlechterfolge lesen, wenn sie all diese Namen lesen, dann passiert meistens etwas ganz Besonderes, nämlich, dass sie auf einmal bemerken, hey, der Messias ist einer von uns. Diese Namen, die kenne ich alle. Von diesen Namen habe ich schon in dem Alten Testament gelesen. Ich kenne diese ganzen Traditionen in diesen ganzen Abläufen, die da berichtet werden. Und für viele ist es eine Offenbarung, wenn sie dann in diesem Neuen Testament, wie wir es nennen, den Messias finden und kennenlernen. Als unsere Tochter und ihr Mann ihr erstes Baby bekommen haben, da wurden wir als Großeltern natürlich, ob der Freude groß, über jedes Detail unterrichtet. Alles, wie es in der Schwangerschaft geht und wie die Kopfschmerzen sind und wie das mit dem Essen ist und alle diese ganzen Dinge. Eins haben wir nicht gehört und das war der Name. Über den wurde noch nicht gesprochen, sondern der Name wurde verkündet, als das Kind geboren ist. Christliche Eltern lehnen sich oft an biblische Personennamen an, weil sie sagen, so möchte ich mein Kind nennen, weil so wie der Mensch in der Bibel beschrieben wird, dieser Glaubensheld, diese Frau des Glaubens, so möchte ich, dass unser Kind heißt. Und nicht nur so heißt, sondern dass seine Wege sich in die Wege Gottes hineinbewegen. Gestern haben wir gehört von Bekannten von uns, dass ein Baby sehr früh geholt werden musste, weil die Schwangerschaft wirklich schwierig und lebensbedrohlich wurde. Und dieses Kind wurde in der 27. Schwangerschaftswoche geholt. Und alle haben wirklich dafür gebetet, dass dieses Kind keinen Schaden unter diesem Holen bekommt. Die Eltern haben dieses Kind Elia genannt. Was für ein Name, was für ein Lebensprogramm, was für ein großes Vorhaben, was für eine Zukunft, die diesem Menschen zugesprochen wird. Einer, der die Baalspriester, die Götzenanbeter konfrontierte mit den Wundern und Zeichen Gottes. So, wir segnen dieses Baby von hier aus. Wir sehen, Namen sind für uns total wichtig. Oft schauen wir zu Personen auf, die bestimmte Namen tragen. Schauspieler, Sänger, gesellschaftlich relevante Personen, Politiker, alle diese Leute, über die denken wir nach und wir schauen an ihnen hoch. Und doch sehen wir oft ihr Leben als nicht nachahmenswert an. Viele von den Leuten, die da sind, die große Namen haben, weisen diese großen Namen nicht in ihrem persönlichen Leben durch ein tragbares Zeugnis auf. Oft verschwinden ihre Namen nach einer gewissen Zeit und das Rampenlicht ist ausgestellt und nichts ist mehr von ihnen gefunden. Wenn diese Menschen sich nicht bekehren, werden sie in Ewigkeit nicht gefunden werden. Ein Mensch, der nicht sein Leben dem Herrn gibt, wird seinen Namen nie wieder irgendwo finden. Sein Name wird nie irgendwo auftauchen. Er wird in Ewigkeit nicht gefunden werden.
Andererseits ist es so, viele Menschen, die in unserem Leben, ja, die in unser Leben gekommen sind, für die bin ich zutiefst dankbar. Das waren Segensträger, die Gott in mein Leben gestellt hatte. Und wenn ich an ihre Namen denke, dann denke ich an die Person, dann denke ich an ihr Vorbild, dann denke ich an ihren starken Glauben, dann denke ich daran, welchen Einfluss sie auf mein Glaubensleben genommen haben, dann denke ich daran, dass sie für mich gebetet haben, gerungen haben, mich durchgetragen haben, dann sind sie für mich ein zutiefst großes Vorbild im Glauben gewesen. Oft hat mich ihr Zeugnis beeindruckt. Oft waren es Dinge oder sie haben Dinge gesagt, die uns dazu heute gebracht haben, dass wir sagen, Gott hat mehr für dich. Das waren Menschen, die dazu beigetragen haben. Das waren Menschen, die dazu beigetragen haben, dass wir nicht liegen geblieben sind, dass wir aufgestanden sind, dass wir weitergegangen sind, dass wir gesagt haben, wir müssen lernen, Überwinderleben zu leben. Wir müssen Menschen des Glaubens werden. Wir müssen aufstehen und wir müssen Menschen sein, die ihr Leben für das Reich Gottes hingeben und die beschenkt werden durch die Gnade Gottes. Ich weiß, in meinem Leben gab es auch diesen Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung treffen musste, dass dieser, nämlich mein Name, nicht in Ewigkeit verloren ist. Ich bin in eine sehr, sehr gläubige, bibelgläubige Familie hineingeboren. Für mich war die Bibel lesen oder in den Gottesdienst gehen oder alle diese christlichen Dinge, die in den Familien so sind, das war für mich normal. Ich selber bin als Jugendliche in einem Chor gewesen, ich selber bin im Jugendkreis gewesen, ich habe alles dieses gekannt und ich war in all den Dingen unterwegs. Ich war so ein richtiger, guter Gemeindemitläufer. Eines Tages gibt es in dem Nachbarort eine Evangelisation und wir sind dort als Chor gewesen, um da den Gottesdienst mitzugestalten und in diesem, das waren schon ein paar Gottesdienste gewesen, die waren so, wie halt Evangelisationsgottesdienste sind, das hat mich gar nicht so beeindruckt, aber an diesem einen Abend wurde ein Laienspiel aufgeführt und dazu hatten sie auf der Bühne so eine große Waage aufgebaut mit diesen großen Schalen, die immer so hoch und runter ging. Und diese Waage sollte das Gericht Gottes darstellen, dass wenn wir dermaleinst von hier, diesem Leben, hineingehen werden in die Ewigkeit, dass wir dann vor ihm stehen werden. Und nun kamen verschiedene Personen und sie standen vor dieser Waage und dann wurden sie gefragt, was hast du in deinem Leben gemacht und wie denkst du, dass das hier jetzt zu deinen Gunsten ausschlagen wird? Und der eine hat gesagt, oh, ich habe nur Gutes getan, ich habe mich um so viele Menschen gekümmert, ich habe nur anderen Menschen geholfen, ich habe richtig was bewegt im Leben und ich bin ein richtiger Gutmensch gewesen. Und dann hört man, wie diese Waage schon sich bewegt, aber der Spruch kommt, gewogen und für zu leicht befunden. Dann kommt die nächste Person und er hat auch einen großen Koffer bei sich und er sagt, ich habe gespendet, die Hälfte von meinem Vermögen habe ich nur in christliche Werke gegeben und ich habe so viele gute Armenspeisungen gemacht und alles. Ich habe richtig Finanzen freigesetzt für das Reich Gottes. Und er bringt diesen Koffer und es heißt wieder, gewogen und für zu leicht befunden. Es dauert eine ganze Weile und verschiedene Leute kommen und immer wieder schlägt diese Waage nicht wirklich zu ihren Gunsten aus. Und eine junge Frau kommt dann und sie hat eigentlich überhaupt nichts, sondern nur ein kleines Kreuz hat sie in der Hand und sie sagt, ich
habe eigentlich nichts zu bringen, aber ich habe mein Leben Jesus gegeben. Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Fürsprecher geworden. Jesus ist der, den ich von Herzen liebe. Und dann passiert dieses Ding, diese Waage schlägt aus und es heißt, sei willkommen, geliebte Magd. Trete ein in deines Herrn, zu deines Herrn Freude. Als diese Szene da vor mir ablief, hatte ich in dem Moment eine Offenbarung, dass ich das genau bin. Oder dass ich das sein wollte. Und ich wusste, ich habe eigentlich nicht dieses Kreuz. Ich kann das nicht sagen, dass Jesus für mich sein Leben gegeben hat. Ich konnte nicht sagen, Jesus ist mein Herr. Ich war ein Mitläufer. Ich kannte das Ziel. Ich habe so viel über das Ziel gehört. Aber ich bin nur mitgelaufen. Und ich kannte nicht wirklich den, der das Ziel ist. Ich hatte nicht ihm mein Leben gegeben. Und im gleichen Moment fielen mir alle Sachen ein, die ich falsch gemacht hatte. Ich war ja noch ganz jung, ich war ein Teenager. Und ich wusste in dem Moment, wo ich gelogen habe, wo ich meiner Mutter Geld aus dem Portemonnaie gestohlen hatte, wo ich irgendwie nicht die Wahrheit gesagt hatte, wo ich einfach so Mauscheleien gemacht hatte, so ein Doppelding, auf der einen Seite ganz fromm und auf der anderen Seite eben doch so ein bisschen anders, merkt ja keiner. Ich war ein Mitläufer, einer, der das Ziel kannte, aber nicht den, der das Ziel selber ist. Ich habe mich an diesem Abend wirklich bekehrt. Ich habe Jesus mein Leben gegeben und habe gesagt, ich will nicht mehr dieses fromme, dieses christliche Leben, sondern ich will das echte Leben. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich habe Buße getan über diese Dinge. Ich habe die wirklich benannt. Ich habe die aufgezählt. Alles, was mir einfiel. Und da war schon einiges zusammengekommen. Ich habe dann mit jemandem gebetet darüber und diese Person hat gesagt, du musst morgen hingehen, das war ja schon spät abends, du musst morgen hingehen und du musst diese Dinge bei den Menschen, die du bestohlen hast, die du belogen hast, alles, was dir einfällt, du musst es in Ordnung bringen mit diesen Menschen. Das ist mir schwer gefallen. Wisst ihr warum? Weil ich doch dachte, alle anderen denken, ich bin ganz fromm. Ich bin ganz, ganz fromm. Und dass sie doch ganz erstaunt sein würden, wenn sie auf einmal merken würden, was, die hat sich noch gar nicht bekehrt. So, das war für mich eine echte Hürde. Und ich musste diese Hürde überwinden, damit Wahrhaftigkeit in mein Leben einziehen konnte. Ich erzähle dir das deshalb, damit du weißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo entscheidend ist, dass dein Name im Buch des Lebens stehen muss. Denn darum ging es. Gewogen und für zu leicht befunden. Wenn du zu leicht befunden wirst, wird dein Name nicht im Buch des Lebens stehen. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, wenn er nicht dieses Eigentümerrecht an deinem Herzen hat, dann ist nichts. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt dieses Buch des Lebens, von dem in der Bibel geschrieben ist. Und in diesem Buch des Lebens ist dein Name, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist dein Name mit dem Blut des Lammes geschrieben. Und es kann nicht ausgelöscht werden. Es ist für alle Zeit da drin, für Zeit und Ewigkeit. Du wirst an den Punkt dann kommen, wo es heißt, kehre ein zu deines Herrn Freude. Und die Waage wird zu deinen Gunsten ausschlagen. Es wird sein, dass das Kreuz für dich diesen ausschlaggebenden Faktor hat. Dieses Rettungsblut, was dein Leben rettet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist nur ein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden. Und das
ist der Name Jesus. Das ist der Name Jesus. In keinem anderen ist die Rettung, das Heil zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem er gerettet werden soll. Das steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und das, was mir damals zugesprochen wurde, das war aus Jesaja 43, Vers 1, wo es heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da gibt es einen Anspruch auf dein Leben. Da gibt es etwas, ich rufe dich. Ich rufe dich zu mir. Und das ist dieser Ruf, der dein ganzes Leben verändern wird, der alles verändern wird. Und das ist der Vers für mich geworden, der mir geholfen hat und der mich wirklich gesegnet hat. Weißt du, es reicht eben nicht, die Bibel zu lesen und für gut zu halten. Es reicht nicht, jeden Tag in die Losungen reinzugucken. Es reicht nicht, von jemand eine WhatsApp zu bekommen und zu wissen, oh ja, da gibt es ja auch noch Gott und Gott finde ich ja auch nicht so schlecht und Jesus war ja auch ein guter Typ. Es reicht nicht, wenn jemand sagt, ich bete für dich. Das ist nicht deine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Es reicht nicht. Du musst dahin kommen, dass dein Leben Jesus gegeben wird. Im Johannesevangelium, da lesen wir, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch du hast sie mir gegeben. Und ich habe deinen Namen geoffenbart. Und ich werde ihn auch weiter offenbaren. Das lesen wir in Johannes 17, Vers 6 und 26. Der Name Gottes trägt Herrlichkeit und Macht und Heiligkeit. Es ist sein Schutz und wir vertrauen seiner Liebe, mit der wir dann verbunden werden. In seinem Namen zu sprechen und zu proklamieren und zu handeln, bedeutet, dass wir uns genau auf diese Gegenwart Jesu in unserem Leben berufen können. Und der Heilige Geist tut ein tiefes Werk in jedem von uns. Es heißt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mir die Tür auftut, zu dem werde ich kommen und ich werde Gemeinschaft mit ihm halten und er mit mir. Das ist das, was ich dir und mir wünsche. Erinnere dich an das, was du schon in diesem ersten Schritt vielleicht getan hast, wo du dich entschieden hast für Jesus. Erinnere dich an diese erste Liebe, die da war. Ich weiß damals noch, dass ich übersprudelnd war von dieser Freudigkeit, von dieser neuen erlebten Freiheit. Es war, als ob Dinge von mir abgefallen waren und ich konnte es mir gar nicht richtig selber erklären. Aber die anderen haben es alle gespürt, dass sich etwas verändert hat. Ich wünsche dir, dass du neu bedenkst, wenn du wirklich merkst, oh, ich weiß nicht, das habe ich noch nicht so gemacht. Ich habe Jesus noch nicht so richtig mein Leben gegeben. Dann möchte ich dir sagen, er steht an der Tür und er klopft an und erwartet, dass du deine Herzenstür öffnest und ihn hineinbittest und er wird Gemeinschaft mit dir halten. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Namen Jesus in unserem Herzen tragen, dass wir den Namen Jesus anrufen, dass wir den Namen Jesus proklamieren. Denn es heißt, in dem Namen Jesus werden gerettet alle, die ihn anrufen. In dem Namen Jesus ist Kraft. In dem Namen Jesus hast du einen festen Anker. Und das ist etwas, was wir in dieser Zeit unbedingt brauchen, diesen festen Felsen, auf dem wir stehen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Amen. So, Halleluja. Martin. Sehr schön. Willst du nicht noch beten? Bete du mit uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du
für uns dein Leben hingegeben hast, gekommen bist und dass du derjenige bist, in dessen Namen dich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass du der Herr bist, dass du der König bist, dass du die Herrschaft hast. Herr, und wir dürfen eins sein mit dir, wenn wir das Angebot der Rettung und der Erlösung annehmen. Dafür preisen wir dich. Jeder Einzelne, der das angenommen hat. Das ist ein Grund, dem Herrn zu jubeln und zu preisen. Yes. Was können die Dinge dieser Welt mir eigentlich noch bedeuten, wenn ich gerettet und erlöst bin für Zeit und Ewigkeit? Yes. Halleluja. Ich danke dir für jeden, der dieses Angebot angenommen hat, Herr. Und für jeden, der zuschaut oder diese Sendung sehen wird und es nicht angenommen hat. Wir beten dafür, dass der Geist Gottes an ihm wirkt und dass er überführt wird und sagt, ich muss gerettet werden, ich muss ein Leben mit Jesus Christus beginnen. Im Namen des Herrn. Yes. Amen. So viel auch zu den Menschen in der Zeit, wo es zu einer Sinnkrise kommen wird. Sie brauchen unbedingt diesen festen Halt in Christus. Sie brauchen dieses Fundament. Sie brauchen das, dass der Herr spricht, dass sie wirklich wissen, der Heilige Geist ist in mir und er wird mein Leben zur Vollendung bringen. Er wird mir Stärke geben. Er wird mir Hoffnung geben. Er wird mir Zuversicht geben. Er ist der, auf den ich mich hinbewege. Dieses Leben hier jetzt ist nicht alles, sondern ich werde in Zeit und Ewigkeit mit Gott zusammen sein, mit Jesus zusammen sein. Das ist das, weshalb wir unsere Herzen aufmachen wollen, um dafür zu werben. Ein Leben mit dem Herrn. Amen. Amen. Jawohl. Und mein Thema ist gar nicht mal so anders. Zumindest habe ich gedacht, da gibt es echte Parallelen. Weißt du, wir stimmen uns nicht ab mit dem, was wir predigen. Das ist etwas, was so irgendwie über die Woche entsteht. Worüber würde ich gerne sprechen? Was legt der Herr mir aufs Herz? Und es ist immer wieder verblüffend, wenn man dann, je mehr sich dieser Freitag hier naht, der Abend, und man merkt auf einmal, okay, ich spreche über das, ich spreche über das, und du merkst, huch, das ist ja wirklich etwas, was wie so zwei Puzzlesteinchen zusammengehört und zusammenpasst. Sehr cool. Okay, bevor ich aber zu meinem eigentlichen Thema heute komme, habe ich auf dem Herzen einfach mal was sagen, inmitten dieser ganzen Corona-Situation, in der wir uns momentan befinden. Und ich möchte ganz klar sagen, es geht mir jetzt hier nicht um Sinn oder Unsinn der Maßnahmen. Mir geht es wirklich darum, wie unser Leben aussieht momentan. Ja? Wie unser Leben aussieht, was wir momentan leben, was wir momentan als in Anführungsstrichen normal empfinden, was so einfach um uns herum abgeht. Ja? Und ich sag's mal so, vor einem halben Jahr, wenn du die Situation, wie wir alle hier in Deutschland oder in Mitteleuropa leben, und in vielen Teilen der Welt sieht es echt noch schlimmer aus, wenn du das jemand beschrieben hättest, so mal ganz neutral, objektiv, ohne Übertreibung, hättest einfach beschrieben, Achtung, guck mal, das Leben wird folgendermaßen aussehen, weißt du was, du wärst beschimpft worden, du wärst als Verschwörungstheoretiker, als Spinner, als gemeingefährlich bezeichnet worden. Ja, man hätte gesagt, es ist vollkommen wahnsinnig, solch eine irre Übertreibung, das ist unmöglich, dass eine solche Situation eintritt, weil wir in einem Rechtsstaat sind, weil die Politiker, die Behörden so etwas niemals von sich aus machen könnten, weil die Leute das nicht mit sich machen lassen würden und so weiter und so weiter. Nach dem Motto, das können die doch nicht tun. Und weißt du was? Wenn du dir anschaust, wie es aussieht, ist es sehr, sehr erstaunlich, wie sich unser Leben verändert hat. Ja? Wie sich unser Leben verändert hat. Wie sieht es denn aus? Ja, und wie gesagt, wir sind hier in Deutschland noch ziemlich gut dran in unserem sozial abgesicherten System. Ja? Anderswo ist es erheblich fürchterlicher. Wir haben, ich sag mal, Repressalien in nahezu jedem Lebensbereich. Einer der Bereiche ist diese sehr eingeschränkte Reisefähigkeit. Ja, die Reisemöglichkeiten, wo du einfach dich nicht so bewegen kannst, wie du darfst oder wie es dir gemäß Grundrecht auch zusteht. Es gibt tatsächlich Leute in Ländern, wo wir Berichte davon gehört haben, die verhungern. Ja, die verhungern, weil sie nicht aus dem Haus dürfen.
Gerade hat uns jemand angeschrieben, hat gesagt, wir arbeiten in Kuba als Missionare. Da gibt es Leute, die können jeden dritten Tag nur was zu essen haben. Es gibt nicht mehr. Sie haben einfach diese Notsituation. Ne? Einfach auch aufgrund von diesen sehr, sehr starken Einschränkungen in ihrem Lebensbereich. Ne? Dann hast du massive Einschränkungen bei Versammlungen, jeder Art von Versammlungen und Treffen, bis hin im ganz privaten und familiären Bereich, wo Leute einfach vollkommen, wie soll ich mal sagen, beschnitten werden in ihrem normalen Leben. Haben einen Bericht gehört von jemand, da waren Familienfest, ein runder Geburtstag, und die hat einfach aus dem direkten Umfeld 10 Leute eingeladen. Die Polizei kam und hat es aufgelöst. Ja? Wo du sagst, die waren doch schon zusammen, die haben doch schon zusammen gefeiert. Jetzt, wo ist eigentlich das Problem? Und sehr, sehr hohe Strafen. Drastische Strafen, ja, drakonische Maßnahmen, also richtige Strafen, auch weltweit. Teilweise brutalste Gefängnisstrafen für Sachen, die eigentlich ganz, ganz normal sind. Ja? So, also da gibt es in vielen Ländern der Welt eine richtige staatliche Willkür, ne? In den Bereichen, wie Sachen angeordnet werden. Ne? Also, ihr kennt das vielleicht, diese Einschränkung, Schwerkranke, vielleicht sogar Sterbende, Verwandte nicht besuchen zu dürfen. Teilweise den eigenen Ehepartner auf seinem letzten Weg nicht besuchen zu dürfen. Ja, diese irrwitzigen sozialen Einschränkungen, die da gewesen sind, diese Isolation, dieses Abtrennen, dieses Wegsperren, das ist katastrophal. Ja, von den psychischen Belastungen und so weiter, den Selbstmord und so gar nicht zu sprechen. Ne? Diese Willkür der Herrschenden kann man beispielsweise in Südafrika sehen. In Südafrika gab es ein extrem striktes Verbot von Alkohol und von Tabak, also Zigaretten. War absolut verboten. Ja, jeder, der damit gehandelt hat oder erwischt worden ist, hat also unvorstellbar dramatische Strafen erlebt. Ja? Und das Argument war, okay, Leute, die rauchen, die schwächen ihre Lunge und das ist eben für diese Situation extrem gefährlich. Gut, das konnte man auch akzeptieren. Was war bei Alkohol? Da wurde gesagt, naja, die meisten Leute feiern in der Gemeinschaft und dann wird die Flaschen werden so rumgereicht. Und das ist gefährlich und deshalb wurde das verboten. Das war das offizielle Argument. Gut, und dann war es über viele Wochen jegliche Form von Alkohol total verboten. Ja, auch wenn jemand damit erwischt wurde, hat es extreme Konsequenzen, weil er vielleicht vor Monaten sich was gekauft hat oder so. Und irgendwann wurde das gelockert und es wurde folgendermaßen gemacht. Du durftest von Montag bis Donnerstag vormittags Alkohol kaufen. Ansonsten war es total verboten. Drastische Maßnahmen. Das meine ich mit Willkür. Völlig irgendwelche Sachen anordnen, wo du sagst, warum, wo ist der Sinn, was hat das zu bedeuten? Ja, irgendwelche Entfernungen einzuhalten, wo ist der Sinn, irgendwelche Maßnahmen einzuhalten? Sinnlos, einfach angeordnet und mit drastischen Strafen durchgeboxt, mit Polizeigewalt durchgeboxt. Ja? Und ein bisschen, ein kleines bisschen ist es bei uns auch so. Ne? Und wie gesagt, sehr, sehr willkürlich. Und gleichzeitig ist dabei ja noch so eine irre Verwirrung. Ja? Du weißt ja gar nicht, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Erstens ändert sich ständig, dann ist in jedem Bundesland anders, in jedem Land sowieso anders. Du weißt, fühlt sich so unsicher. Was darf ich nicht? Folgender Fall beispielsweise hat mir heute jemand erzählt, jetzt kürzlich passiert, hier ganz bei uns in der Nähe. Bekannter von ihm hat geheiratet. Und die hatten schon das ganz klein gemacht, 25 Leute, und das war auch alles mit den ganzen Maßnahmen und richtig ordentlich und schön. Und die Hochzeit lief und irgendwann kam die Polizei und hat sich das angeguckt und sagt, ja, wir wissen nicht so recht, ist das hier erlaubt oder nicht? Hat die Polizei gesagt. Ja? So, dann hat die Polizei das Gesundheitsamt angerufen und haben gesagt, hier ist folgende Situation, ist das erlaubt oder nicht? Das Gesundheitsamt hat gesagt, wissen wir nicht. Man muss sich das vorstellen. Und weil Polizei wie Gesundheitsamt gesagt haben, wir wissen es nicht, hat man es verboten. Wir gesagt, auf sicher, wir gehen mal auf Nummer sicher, wir untersagen das. Und da wurde die Hochzeit um 17 Uhr geschlossen. Weil man wusste es nicht, aber es hätte ja vielleicht verkehrt sein können. Das meine ich mit dieser Willkür, das meine ich mit dieser Verwirrung, die da drin ist. Hey, was ist denn das für ein Land? Hättest du vor einem halben Jahr das jemand erzählt, jeder hätte dich beschimpft, was du für ein Spinner bist. Stimmt's?
Genau. Dann gibt es natürlich dieses Aushebeln demokratischer Prozesse in vielen Ländern. Ja, Gesetze werden so durchgedonnert, werden erlassen, ohne dass sie den rechtlich richtigen Weg auch zeitlich nehmen. Ne? Bei uns haben wir ja beispielsweise diese Unterrichtsausfälle, die gibt es anderswo natürlich auch. Und dann, Sigrid hatte schon davon gesprochen, dieses um sich greifende Denunziantentum hier, das ist so fürchterlich. Ja, jemand sagte mir, der Blockwart ist erwacht. Der Blockwart ist erwacht. So ein bisschen fühlt sich das schon nach DDR an. Ne? Ja. Und manchmal hat man den Eindruck, das wird fast gewünscht, das wird fast gefördert. Und das führt ja dazu, dass auch so ein Misstrauen den anderen gegenüber ist. Du fühlst dich ja nicht mehr sicher. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Wie darf ich mich verhalten, was mache ich besser nicht? Und es kommt so eine komische Heimlichkeit, so eine Unsicherheit da rein. Ja? Und das ist genau dieses Ding, dass das Miteinander, das Füreinander, das gesellschaftlich, was ja eigentlich so positiv ist, was gewünscht wird, ja? Dieses gemeinsame Vorangehen, abgewürgt wird. Ja? Man geht auf Vorsicht und Distanz und bloß nicht zu viel sagen, bloß nicht irgendwas machen, sich bloß nicht normal bewegen. Komische Sache das. Diese soziale Distanz. Da ist auch dieser Mundschutz natürlich so ein Thema. Jemand schrieb, das ist ein Maulkorb und das macht schon was mit uns. Gut, es ist auf jeden Fall eine Maske, wo man sich natürlich auch ein bisschen dahinter versteckt. Da ist Distanz, Trennung, auch gehinderte Kommunikation. Das ist schon etwas, was ein bisschen was macht. Auf jeden Fall ist das menschliche Miteinander ganz massiv eingeschränkt. In einer Art und Weise, die man sich so gar nicht hätte denken können. Und das ist eben auch der Punkt bei Gottesdiensten. Gottesdienste erstmal eine Zeit lang untersagt. Und dann mit Repressalien, mit Vorschriften, mit Maßnahmen wieder erlaubt. Unter großen Schutzmaßnahmen. Und bestimmte Sachen darfst du nicht, was das Normalste in Gottesdiensten ist. Ja? Du darfst nicht singen. Du darfst kein Abendmahl nehmen. Du darfst keine Handauflegung machen, wenn du für Leute betest und so weiter. Ne? Muss ganz befristet sein und zwar zeitlich und so. Ne? Höchst befremdlich. Höchst befremdlich. Mir geht es nur darum, hättest du das vor einem halben Jahr jemand gesagt, hätte es dir keiner geglaubt. Es hätte dir kein Mensch für möglich gehalten. Es hätte dir keiner geglaubt. Und gleichzeitig gibt es Christen, die genau das, was jetzt läuft, applaudieren. Die finden das richtig. Viele Gemeinden waren ganz, ganz vorne dabei, ihre Gottesdienste zu schließen. Das waren mit die Ersten. Und was da ja auch reinkommt, ist dieser Riss, der durch sagenhaft viele Gemeinden geht. Diese Trennung, die durch Hauskreise geht, teilweise durch Familien. Ja? Weil die einen halten die Maßnahmen für absolut richtig und die gucken den ganzen Tag nur Fernsehen und beschäftigen sich mit Corona und werden völlig in dieses Ding mit reingenommen, halten das alles für komplett richtig und so. Und andere sind kritischer, die sagen, Moment mal, hier laufen komische Sachen. Das kann doch nicht wahr sein, dass nach den Informationen, die wir haben, das wirklich so eine Handlungsweise hat. Und da sind Dinge, die werden teilweise nicht gekittet. Und in vielen, vielen Gemeinden wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Und wenn jemand da aufsteht und sagt, du lass uns mal darüber reden, dann wird das nicht gewünscht. Wir haben etliche Leute, die uns angeschrieben haben, gesagt haben, in meiner Gemeinde versteht mich keiner. Die wollen keine prophetischen Worte hören. Die wollen auch nicht hören, dass man da überhaupt mal was kritisch sieht. Sondern dann bist du sofort der Buhmann. Das ist sehr komisch. Wir hatten vor einiger Zeit über diesen Obrigkeitsgehorsam gesprochen, über diesen Kadavergehorsam, über diese Hörigkeit, ja, dieses Buckeln vor irgendwelchen Anordnungen von der Seite der Welt. Es gibt viele Länder, da ist das nicht so, dass die Christen das machen, sondern da sind Christen und die sagen, Moment mal, wir machen unser Ding, wir haben eine Verantwortung vor dem Herrn der Herren und dem König der Könige und die steht über irgendwelchen Anordnungen oder Erlassen, die uns hier gegeben werden. In Deutschland ist das sehr, sehr verpönt. Ja? Anderswo weniger. Ne? Gut, bisschen Zensur haben wir auch. In anderen Ländern natürlich auch ganz massiv, auch in den sozialen Medien. Ne? Wenn dann eben Clips eben abgeschaltet werden oder nicht mehr zu finden sind oder so oder das einfach gelöscht wird. Ne? Und vieles, was eben überhaupt mal eine bisschen kritischere Sichtweise hat, das ist dann sofort gleich rechtsradikal. Ja? Das ist dann sofort gleich fundamentalistisch, das ist sofort gleich Verschwörungstheorie, was völlig absurd ist. Ja? Denn ein demokratischer Prozess besteht ja gerade darin, dass man verschiedene Ansichten diskutiert und durchspricht und sagt, okay, lass uns einen gemeinsamen Konsens finden. Und das ist momentan in vielen, vielen Ländern echt, echt dünn. Ne? Dann natürlich ein Punkt, der wirklich heftig ist, ist diese Hunderte von Millionen von Arbeitsplätzen, die weltweit vernichtet werden.
wo Familien dranhängen, wo Existenzen dranhängen, wo Leute in Armut, in fürchterliche Situationen hineinkommen. Bei uns gibt es ein soziales Netz, was das zumindest noch im gewissen Rahmen auffängt. Das ist anderswo nicht der Fall. Die Leute stürzen fast ins Bodenlose. Ja? Und da sind wir als Christen auch gefordert, durch unsere Hilfe, durch Spendenprojekte und so weiter einzugreifen. Wir haben jetzt hier von uns privat einfach dieses Ding mit der Tanja in die Wege geleitet. Viele von euch haben das mitgekriegt. Tanjas Armspeisung in Südafrika, in Johannesburg, wo wir ein kleines privates Spendenprojekt daraus gemacht haben. Da werden wir wohl nächste Woche wieder was dazu sagen und auch einen Clip zeigen von der Tanja. Das ist etwas, wo wir sagen, okay, da gab eine Möglichkeit, wo wir gesagt haben, da kann man aktiv helfen. Aber die Not ist überall himmelschreiend und du musst die Augen aufhalten. Dreh dich nicht nur um dich. Um dich herum sind Leute in Not und Elend. Ja, in dieser Phase. Und es ist wichtig, dass wir als Volk Gottes da auch aktiv sind, auch in dem Bereich. Ne? Mit den Arbeitsplätzen natürlich auch Vernichtung von Firmen, ja, und so weiter. Und dann wird halt ganz großartig diese Hilfsprogramme gemacht. Muss natürlich in erster Linie dann auch viele Schulden, die man macht, ja, wo man sich dann verpflichtet über viele Jahre. Also das ist schon alles schwierig, ne? Abgesehen davon, wo kommt das Geld her? Ne? Von den Zwangsmaßnahmen, die weltweit diskutiert werden, wie beispielsweise diese Impfungen oder diese Maßnahmen zur Kontrolle und Überwachung, möchte ich gar nicht sprechen. Aber ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist, dass völlig offen inzwischen von vielen Politikern über Sachen wie die neue Weltordnung gesprochen wird. Ganz offen. Wo du sagst, okay, was ist damit eigentlich gemeint? Was verbirgt sich denn dahinter? Was ist das? Neue Weltordnung. Oder vom neuen Europa. Was ist das? Keiner erklärt es dir, was das ist. Man sagt einfach nur, es gibt ein neues Europa. Ja? So. Es wird auch von Zwangsmaßnahmen, von der neuen Normalität gesprochen. Ja, was ist das? Was verbirgt sich denn dahinter? So, und das ist mit größter Selbstverständlichkeit solche Sachen. Ne? So, meine persönliche Meinung bei dem ganzen Ding ist, vor einem halben Jahr hat die Situation, in der wir uns momentan befinden, kein Mensch für möglich gehalten. Und wenn Propheten gesagt haben, es werden Erschütterungen kommen und es werden Dinge sich dramatisch verändern, dann hat jeder gegrinst oder viele haben gegrinst und gesagt, naja, lass die mal reden. Weißt du was, wir sind jetzt drin und es ist gut, die Augen aufzumachen und zu sagen, okay, wir befinden uns wirklich in einer eigentümlichen Situation. Dinge sind dabei, erschüttert zu werden und sie werden weiter erschüttert werden. Denkt an das Wort von dem Arndt Kischke zu Anfang, ja, der 5 Krisen gesehen hat. Das ist nur die erste. Und wir haben schon vor Wochen gesagt, als das losging, wir haben gesagt, Leute, das ist die erste Wehe. Dieses Corona-Ding ist die erste Wehe und wir glauben es wirklich. Weißt du, es gab über die Jahrhunderte sagenhaft viele Krisen, Probleme, Katastrophen, noch und nöcher, wissen wir alles. Das Ding hier ist etwas, was nahezu jeden Bürger auf der Welt betrifft. Und das gab es vorher noch nie. Es gab immer Katastrophen, auch Weltkriege und sowas, aber die waren immer regional. Das hat nicht alle Menschen betroffen. Aber diese Wehe, dieses Ding betrifft alle Menschen in jedem Land. Und deshalb sagen wir, das ist wirklich etwas, was den Charakter einer weltweiten Erschütterung hat, einer weltweiten Wehe hat. Ne? Gut. Wir sind überzeugt, dass das Leben eine dramatische Veränderung nehmen wird. Und wir glauben, wer das nicht realisiert oder wer das applaudiert dazu und ganz toll findet, der ist ein bisschen naiv, der ist zu bedauern, weil wir müssen schon realistisch sein. Das Leben wird nicht mehr so sein wie früher. Es wird nicht mehr so werden, wie viele Menschen wünschen, ja, wenn das rum ist, dann ist alles wieder wie früher. Das wird nicht mehr so sein. Ja? Und wir merken natürlich auch, dass sehr, sehr viele Leute sagen, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist schon komisch. Irgendwas läuft doch hier. Ja? So ein mulmiges Grundgefühl, so ein mulmiges Grundrauschen. Es gibt auch Leute, die sagen, dieses Bombardement der Medien mit immer den gleichen Infos, irgendwie ist das verdächtig, dass es immer nur das Gleiche ist, dass es nie mal was anderes gibt und so weiter. Kritische Situation für uns alle. Aber kritische Situation nicht nur hier in unserem kleinen, beschaulichen Deutschland, sondern kritische Situation weltweit, europaweit. Ja? Und wie gesagt, eine Erschütterung und es ist wichtig, dass wir auch die Menschen um uns herum im Blick behalten. So, ja, genau, das habe ich gesagt. Also für uns hat es durchaus
durchaus, möchte ich ehrlich sagen, einen endzeitlichen Charakter. Etwas, wo wir sagen, da bewegen wir uns in endzeitliche Dimensionen hinein. Ja? Und wie ihr schon gemerkt habt, wir sehen viele Sachen sehr kritisch. Viele Sachen auch, wenn zu so einem Gehorsam oder so einem blinden Gehorsam oder gar einem Kadavergehorsam aufgefordert wird. Vor 2 Wochen habe ich darüber gesprochen, da hat ein geistlicher Leiter gesagt, das war eine sehr derb formulierte Kritik an den Politikern, der hat gesagt, das ist für ihn wie Gotteslästerung. Oh Mann, da würde ich sagen, der Mensch, dieser Leiter, ich weiß nicht, was der für ein Gottesbild hat, wenn Kritik an Politikern für ihn Gotteslästerung ist. Da ist irgendwo was ganz, ganz, ganz schräg. Gut, das war eigentlich das, was mir auf dem Herzen lag und was ich gerne mal weitergeben wollte, so ein bisschen ungeschützt. Vielleicht spricht es zu dir, vielleicht ist es deine Situation, vielleicht kannst du dich damit andocken. Das Leben hat sich verändert und wir glauben, es wird sich weiterhin verändern. Und in diesem ganzen Zusammenhang möchte ich über etwas sprechen, was mir eigentlich, wie soll ich mal sagen, sehr auf dem Herzen liegt, weil ich es schockierend finde, wie viele Menschen es wissen und wie wenig Menschen sich daran orientieren oder danach handeln. Und ich habe geschrieben, es ist eine harte Botschaft für die meisten Menschen. Es ist eine Katastrophe für die meisten Menschen. Es ist eine echt schlechte Nachricht für die meisten Menschen. Nämlich, und jetzt kommt, was der Mensch sät, wird er ernten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Hey, das hast du schon, wer weiß, wie oft gehört. Also eine Wahrheit, weiß man, ja, hakt man so ab. Aber überleg mal, was da wirklich dahinter steckt. Und wenn du genau guckst, ist es eines der ganz, ganz großen Themen der Bibel, das immer und immer wieder in den verschiedensten Sachen vorkommt. Und zunächst mal möchte ich mit dir über dieses Säen mit Worten nachdenken. Wenn wir mit Worten säen, die Worte sind dein Saatgut, ja? Man wird genau das ernten, was man gesät hat. Das Gesetz von Saat und Ernte. Deine Worte sind das Saatgut. Das, was du säst, bringt die Frucht hervor. Durch das, was du sagst, was du aussprichst, über andere Menschen, über deine Situation, über die Nation, über deine Gemeinde, über dich, ist Saatgut und es wird aufgehen. Die Worte, die du säst, werden aufgehen. Die haben kreative Kraft. Schau mal, Gott hat durch seine Worte das Universum geschaffen und hat uns als sein Ebenbild, als sein Gegenüber gemacht. Was wir aussprechen, hat kreative, schöpferische Macht. Es hat die Tendenz zu wachsen und hervorzukommen. Ja? Unsere Worte sind nicht nichts. Unsere Worte haben Power. Ne? So, und wir sprechen täglich Worte in das Leben von Menschen um uns herein, um uns herum hinein und auch über unser Leben aus. Ne? Das kann positiv sein, das kann negativ sein. So, und es ist deshalb wichtig, was wir hineinsäen in das Leben der Menschen um uns herum, gerade in Familien. Ne? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sein, was wir sagen. Ne? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sein, mit was wir uns beschäftigen auch. Was wir uns sagen lassen, beispielsweise durch die Medien. Ja? Wenn überall ständig Angst geschürt wird, und wir sagen, okay, lasse ich das zu? Lasse ich zu, dass diese Worte, wie bei mir, sagen wir mal, auf einen fruchtbaren Boden treffen, um da aufzusprießen? Lasse ich zu, dass das Saatgut bei mir irgendwie Wurzeln schlagen darf? Eines der bekanntesten Gleichnisse in der Bibel ist das ja mit dem vierfachen Ackerfeld. Ne? Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Vierfaches Ackerfeld, das Jesus gebraucht, um einfach zu zeigen, Achtung, so ist es hier, wenn das Wort ausgestreut wird. Es geht um Wort, das Wort Gottes, was ausgestreut wird. Ja? Was gute Frucht bringt oder was vom Feind geraubt wird oder was untergeht unter den Sorgen und dem Betrug des Reichtums und so weiter. Es geht um das Wort Gottes, was in das Leben gesät ist. Hier geht es um Worte. Ne? So, und genauso gilt das auch für uns. Ne? Was wir aussprechen, wird aufgehen, wachsen, gedeihen und zu gegebener Zeit Frucht bringen. Gute oder schlechte. Deshalb, sei dir bewusst, was du in deine Familie reinsehst, in deine Arbeit reinsehst, deine Gesundheit reinsehst. Oh, goodness. Der Ort, wo du die meisten Selbstverfluchungen auf dem Globus hören kannst, ist, wenn du dich ins Wartezimmer von einem Arzt setzt. Was die Leute über sich aussprechen,
Das ist die, bei Licht besehen, die blanke Selbstverfluchung. Ja, sind Worte, die so negativ sind, wo die die Krankheit umarmen und immer wieder als ihre Krankheit, ihr Leiden, ihr Problem, ihr, das gehört zu mir, das ist meins. Hey, goodness. Das ist genau das, wo wir uns vorhüten müssen. Ne? So, die Worte, was sähst du in deine Zukunft, in deine Finanzen, in deine Möglichkeiten, in deinen Arbeitsplatz und so weiter. Ne? Und überleg dir, ist das wirklich das, was ich ernten will, was ich hier ausspreche? Was du mit deinen Worten sähst, wird deinen Weg in der Zukunft unmittelbar beeinflussen. So, deshalb ist es wichtig, dass unsere Worte mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung sein müssen. Denn er ist derjenige, der Worte ewigen Lebens hat, der Zukunft und Hoffnung für uns hat. Ne? Wir müssen uns gemäß dem Wort Gottes in Übereinstimmung bringen und dann das, was wir aussehen, wird gute Frucht bringen. Ja? So, beispielsweise, wenn du Worte von Niederlage aussprichst, wirst du Niederlage ernten. Wenn du Worte von Angst aussprichst, wirst du Angst ernten. Wenn du Worte von Mangel aussprichst, rat, was wirst du ernten? Mangel. So. Und ich sag dir eins, Hunderttausende von Christen, treuen Menschen, die den Herrn lieben, die mit ihm gehen, sind in dem Bereich völlig überwältigt und sprechen ständig irgendwelche negativen Dinge aus. Wenn du Worte von Krankheit aussprichst, wirst du Krankheit ernten. Wenn du Worte von Sieg aussprichst, wirst du Sieg ernten. Wenn du Worte von Segen aussprichst, wirst du Segen ernten. Und so weiter und so weiter. In Sprüche 21, Vers 23 heißt es, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Das ist genau dieser Punkt. Oder in Sprüche 18, Vers 7, da wird es dann ganz deutlich, der Mund des Torens wird ihm zum Verderben. Das ist die Wahrheit. Und seine Lippen sind eine Falle für seine Seele. Oder Hosea, da lesen wir in Hosea 8, Vers 7, denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Deshalb ist es gut, wenn du darüber nachdenkst und diesen Punkt wirklich mit dem Herrn durchsprichst und auch Buße tust, wo du vielleicht unbedacht Worte ausgesprochen hast, wo du beispielsweise deine Kinder mit negativen Worten bedacht hast. Ja, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, du kommst nie dahin, das ist nichts für dich, du wirst das oder das nie schaffen. Du blockierst ihr Leben. Ja, du musst Worte aussprechen, die mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung sind. Ne? Oder Worte über dich. Wenn du sagst, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin arm, ich bin dies und das. Und die Bibel sagt, hey, der Schwache sagt, ich bin stark in dem Herrn. Und so weiter. Weißt du, du sagst es, du sprichst Dinge aus und das wird Veränderung hervorbringen. Grundsätzlich ist das ein Thema, du hast es verstanden. Was du säst, wirst du ernten. Und für uns als Christen ist das mit den Worten ein wichtiger Punkt. Aber generell gesprochen ist es nicht nur mit Worten. Natürlich auch jede Art von Handlungen, jede Art von Entscheidungen, auch politisch-gesellschaftliche Sachen, auch Anordnungen, ja, auch Gesetze. Das sind auch Dinge, die gesät werden. Ne? Verhaltensweisen, Taten. Jede Form von Investment natürlich. Der Bauer, der sein Saatgut ausstreut, das ist auch eine Form von Investment. Es geht um weit mehr als nur um Geld. Investment in jeder Art. Und wenn du die Bibel mal ganz kritisch anschaust, insbesondere das Neue Testament, Investment ist eigentlich das zentrale Thema. Was investierst du und was wird das Ergebnis sein? Ich bin da sehr überzeugt. Und da finden wir in Galater 6 eine ganz markante Bibelstelle. Galater 6, Vers 7 bis 8, kannst du dir aufschreiben. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das Gesetz von Saat und Ernte. Du, das gilt für alle. Das gilt für jeden Menschen. Kinder Gottes wie Leute in der Welt. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung von der Realität dieser
ich würde fast sagen, Naturgesetz von diesem Ding, was einfach jedes Leben betrifft. Ja, sie denken nicht darüber nach, dass das, was sie hier säen, niemals das ist, was sie ernten werden. Ja, sie sind in ihrem spontanen Ding, leben sie vor sich hin und sie machen sich nicht den bewusst, hey, das wird Konsequenzen haben. Konsequenzen, die sogar bis in die Ewigkeit hineinreichen. Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 6, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Also einfach quantitativ, vom Volumen her. Investierst du viel Saatgut, gibt es viel raus. Logisch, im Positiven wie im Negativen. Ne? Sprüche 22, Vers 8, da heißt es, und jetzt ist sehr interessant, wie er es formuliert hat, wer Unrecht sät, interessant, ne? Es gibt Leute, die säen Unrecht, etwas, was nicht gerecht ist, was nicht der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Die säen Unrecht. Ne? Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Unheil ist das Gegenteil von Heil. Wer Unrecht sät, wird nicht das Heil ernten. Hier, das ist eine sehr, sehr ernste Botschaft. Und der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen. Das ist ein Wort, was mancher Politiker sich, wie soll ich mal sagen, zu Herzen nehmen sollte. In Hiob 4, Vers 8 heißt es, die Unheil pflügen und Mühsal säen, die ernten es. Und im Psalm 7, Vers 17 finden wir, sein Unheil kehre auf sein Haupt zurück und auf seinen Scheitel herab kommt seine Gewalttat. Und wenn du genauer schaust, du wirst in der Bibel hunderte und hunderte von Aussagen in dieser Kategorie mit ein bisschen anderen Facetten und so weiter finden. Immer und immer und immer wieder. Ja? Immer und immer wieder. Der bekannte Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, ist genau so ein Ding. Ja? Das, was der Mensch sät, wird Konsequenzen haben. Ne? Oder in Hosea 10, Vers 3 heißt es, ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen. Denn das, was man erntet, wird man dann auch zu sich nehmen. Und das Eigentliche, was bei der Sache beklemmend ist, ist, dass das natürlich diesen Ewigkeitswert hat. Was du hier säst, entscheidet, wo du in Ewigkeit sein wirst. Was du hier säst, ist entscheidend, wie deine Ewigkeit aussehen wird. Da ist die Bibel ganz, ganz klipp und klar. Ja, absolut unmissverständlich. Weißt du, eine Errettung, Sigrid hat davon gesprochen, erlöst zu werden, gerettet zu werden, passiert nicht einfach so. Ja, das passiert nicht einfach so. Da muss etwas von dir aus geschehen. Du musst aktiv werden, du musst etwas tun, etwas säen. Ja, denn die Bibel sagt, Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Aber es werden nicht alle gerettet. Sondern es werden die gerettet, die es aktiv für sich in Anspruch nehmen. Es werden die gerettet, die es haben wollen. Es werden die gerettet, die aktiv sind, die was tun. Nämlich die sich zu ihm wenden und sagen, ja Herr, ich will, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Investment, mein Leben komplett, damit ich dein Leben habe und damit ich in Ewigkeit mit dir verbunden sein kann. Was du hier säst, wird ewige Konsequenzen haben. Das ist ja das Geheimnis von dem vierfachen Ackerfeld, dieses Gleichnis. Ja? Da ist ja genau das Geheimnis. Das, was gesät wird, muss Frucht bringen. Und diese Frucht entscheidet, wo ein Mensch in Ewigkeit sein wird. Ewigkeit. Verstehst du dieses unvorstellbar kleine, kurze, vergängliche Leben? Was die Bibel sagt, ist wie ein Gras, was in der Wüstenhitze, in der Sommerhitze verdorrt. Deshalb ist es interessant, dass wir uns in so eine Sommerhitze reinbewegen. Ein Hitzesommer, ja, was verdorrt, was vergeht, eben noch blüht, zack, ist es weg. Dieses Ding, so ist das menschliche Leben, wird immer und immer wieder in der Bibel geschrieben. Ja. Dieses kurze, kurze Leben, was für uns so wichtig ist, ist der entscheidende Punkt, der entscheidende Punkt, wo ein Mensch seine Ewigkeit verbringt. Wer dieses Leben, diese Gelegenheit zum ewigen Leben nicht ergreift, nicht nutzt, nicht haben will, nicht für sich beansprucht, ist in Ewigkeit verloren. Das ist das
Furchtbarste, was du dir vorstellen kannst. Und es ist absolut wurscht, uninteressant, wie berühmt diese Person war, welchen Status sie hatte, welche Macht sie hatte, welchen Einfluss sie hatte, ob die ganze Welt applaudiert hat oder was. Es ist uninteressant, es ist nichts. Es wird in der Ewigkeit nicht gefunden werden. Es ist nichts. Es ist nichts. Es vergeht. Ja? Wir müssen uns bewusst sein, was wir hier in diesem Leben sehen, hat ewige Konsequenzen. Und das gilt für alle Menschen. Und das gilt auch für die Mächtigen. Das gilt auch für die Herrschenden. Das gilt für die Prominenz. Ja, das gilt für diejenigen, die privilegiert sind, die Macht, Einfluss, Geld, was weiß ich was haben. Und das gilt für den Ärmsten, Ärmsten der Armen. Das gilt für die Leute, die geistig behindert sind oder zurückgeblieben sind oder einfach gehandicapt sind. Es gilt für jeden. Und viele, 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 die es in Anspruch nehmen, sind in der Ewigkeit gerettet und die werden hier auf der Erde, sind es, werden die übersehen. Nobodies. Aber in der himmlischen Dimension, in der geistigen Dimension, sind das diejenigen, die zum Leib Christi gehören. Und andere, die hier große Namen haben, im Geistlichen vollkommene Nobodies. Unrelevant. Nicht gekannt in der Ewigkeit. Das müssen wir uns bewusst sein. Ja? Und das ist ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Auch gerade, ich glaube, das wurde ausgelöst durch diesen Obrigkeitsanhimmeln von diesem geistlichen Leiter, der die Obrigkeit auf so ein Podest hebt und sein Vertrauen darauf setzt, dass da die dollen und richtigen Entscheidungen gemacht werden und so weiter. Ja, und wenn man da kritisiert, dann ist das fast Gotteslästerung, so schrieb er. Ich finde das so schräg. Ich finde das so furchtbar. Ich finde das so daneben. Ja. So, und an der Stelle möchte ich dir gerne hier etwas vorlesen, und zwar aus einem Buch. Es ist dieses Buch hier, das ich dir sehr empfehlen würde. Das ist ein prophetisches Buch von Rick Joyner, Das Land einnehmen. Haben wir auch bei uns im Shop reingenommen, weil ich es wirklich für ein bemerkenswertes Buch finde. Das Land einnehmen, ne? Genau, wo es eben anhand des biblischen Bildes der Landeinnahme unter Josua, ne, einfach eher ein großes Bild zeichnet, prophetisch, über unser Leben als Christ, wie wir eben unser privates, persönliches Leben, Land als Christen einnehmen können. Und die besagte Passage, die ich da übernommen habe, die ich extrem stark finde, die habe ich hier in diesem Buch, ein Buch, wo es ganz viel um Prophetie geht und um Endzeit. Das ist unser Buch zum Thema Endzeit, Reich, Kraft und Herrlichkeit. Ein Buch über das wichtigste Thema der Endzeit. Ne? Da habe ich das drin. Ja, und ich empfehle dir dieses Buch. Ich empfehle dir auch das Buch von Rick Joyner, falls du das schon hast. Und ich möchte dir das einfach jetzt mal vorlesen. Eine Passage aus diesem Buch, übrigens publiziert von der Stiftung Schleife in der Schweiz, was ich extrem bemerkenswert in dieser Situation, in der wir uns gerade jetzt befinden, finde. Ja? Okay, also jetzt kommt eine lange Passage von Rick Joyner aus dem Buch Das Land einnehmen. Es spricht vieles dafür, dass die Welt niemals so viele Probleme hatte und von so vielen Gefahren umgeben war, wie es jetzt der Fall ist. Das stimmt. Wenn man sie verdrängt, weil sie unbequem oder furchteinflößend sind, lebt man in einer Täuschung. Das stimmt auch. Diejenigen, die ihr Leben auf dem Reich Gottes gegründet haben, haben nichts zu fürchten. Diejenigen, die ihr Leben nicht auf dem Reich Gottes gegründet haben, haben vieles zu fürchten. Und es ist besser für sie, jetzt Furcht zu haben, als weiter in ihrer Selbsttäuschung zu leben und in der schrecklichen Gefahr zu verweilen, die, in der sie die Selbsttäuschung hält, nämlich im Verlust des ewigen Lebens. Die Erschütterungen sind gut, weil Menschen erschüttert werden in ihren falschen Dingen, auf denen sie ihr Fundament haben. Sie werden erschüttert und das Einzige, was bleibt, ist der Fels in Christus. Und die Leute sehen, Moment mal, es gibt etwas, was unerschütterlich ist. Ja? Die Dinge, auf die man sich verlässt, werden erschüttert. Ja? Die Dinge, die so toll und fest und gigantisch wirkten, ja? In unserer Nation und in jeder anderen Nation. Erschütterung.
So, und Joyner weiter. Wir wollen also die Dinge als das betrachten, was sie sind und darauf vorbereitet sein, nicht nur zu überleben, man beachte diese Formulierung, sondern andere zu retten. Während die Systeme dieser Welt auseinanderbrechen, also das ist wirklich das, was gerade passiert, die Systeme dieser Welt auseinanderbrechen, werden die Arbeiter in seinem Reich mit dessen Aufbau beschäftigt sein. Also die Welt kommt in Schwierigkeiten, das Reich Gottes wird gebaut. Je weiter wir in dieser Zeit fortschreiten, desto größer wird die Diskrepanz sein zwischen denen, die ihm gehorchen und denen, die das nicht tun. Der Lohn des Gehorsams und die Folgen des Ungehorsams werden immer deutlicher und treffen immer schneller ein, je mehr wir uns dem Ende des Zeitalters nähern, vom Anbruch des Tages des Herrn. Wenn wir beginnen, den zunehmenden Unterschied zwischen dem Volk Gottes und denen, die nicht dazu gehören, zu erleben, wird dies härter sein, als wir denken. Ganz eigentümliche Aussage. Wie gesagt, hier spricht ein Prophet. Aufzubauen, also Reich Gottes, aufzubauen und erfolgreich zu sein, während andere erleben, wie ihre Welt zusammenbricht und alles verlieren, was sie haben, wird nicht leicht sein. Die Diskrepanz zwischen Welt und den Kindern der Welt und dem Reich Gottes und dem Volk Gottes. Eine Diskrepanz. Ja? Es wird nicht leicht sein. Und er schreibt, es ist ein Kreuz, das wir auf uns nehmen müssen. Es muss sein. Alle Götzen der Menschen, alles, in das die Menschen ihr Vertrauen gesetzt haben, anstatt in Gott, wird zerstört werden. Nur das, was auf dem Felsen der gehörten und befolgten Worte Gottes gebaut wurde, wird Bestand haben. Amen. Amen dazu. Wir wollen jedoch nicht nur für uns selbst auf dem Felsen bauen, sondern auch in der Lage sein, andere aus dem Treibsand zu ziehen. Das ist es. Dazu sind du und ich berufen. Der Herr sagt, dass die Ernte das Ende der Welt ist. Steht in Matthäus 13, 39. Weil mehr in dieser Zeit zu ihm kommen werden, als in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte zusammengerechnet. Wenn wir unser Leben auf den Fels bauen, dann werden wir umso mehr Menschen vor dem Kommenden retten können, je stabiler der Bau ist. Jedes Leben, das in Treue geführt wird, bildet einen Fels, der in dieser untergehenden Welt bald immer höher herausragen wird. Ja? Etwas später schreibt er, die kommenden Veränderungen sind vom Herrn und bewegen sich in seine Richtung. Sie bereiten sein Volk auf das größte Wirken des Heiligen Geistes in der Geschichte der Menschheit vor, dem letzten Wirken Gottes in diesem Zeitalter. Viele der radikalen Veränderungen, die wir erleben, sind jedoch einfach eine Rückkehr zu den Dingen, die der Gemeinde am Anfang gegeben wurden. Wir sind dazu bestimmt, miteinander in Beziehung zu leben und die Strahlkraft und Einfachheit der Familie Gottes zu demonstrieren. Die wahre Gemeinde ist eine Familie, nicht nur eine Organisation. Und was ist das Problem heute weltweit mit den Gemeinden? Sie können nicht wie eine Familie zusammenkommen. Sie haben nur so einen steifen, ganz komischen organisatorischen Rahmen. Genau das versucht man zu verhindern hier. Ja. Geistliche Durchbrüche ereignen sich jetzt an vielen Orten. Andere werden Zeugen einer großen Mobilisierung der Armee Gottes. Wir steuern in eine der aufregendsten, schwierigsten und wunderbarsten Zeiten, die die Welt je gesehen hat. Das Reich Gottes ist wirklich nah herbeigekommen und seine mächtige Armee sammelt sich, um das Evangelium des kommenden Reiches zu verkünden und den Weg für den König zu bereiten. Jedoch wird die Christenheit in ihrer gegenwärtigen Form nicht dazu in der Lage sein, diese große Aufgabe zu bewältigen. Die Gemeinde durchlebt eine Metamorphose und wenn sie daraus hervorgeht, wird die Veränderung so radikal sein, wie bei einer Raupe, die, nachdem sie an den Erdboden gebunden gewesen ist, ein Schmetterling wird und hoch über die Erde aufsteigen kann. Sehr interessante Sichtweise. Und das ist etwas, wo wir hineingehen sollen, als Volk Gottes, als Gemeinden. Aber die Frage ist, welche Gemeinde ist dazu bereit?
Die Gemeinde ist dabei, sich in eine so radikal andere Form zu verwandeln, dass viele Christen sich schwer tun werden, das anzuerkennen. Diejenigen, die das tun, werden ein Teil der Zukunft sein und müssen lernen, temporeiche Veränderungen anzunehmen und sogar darin aufzugehen. Der Wohnort des Schöpfers wird die aufregendste, kreativste und stärkste Kraft auf Erden werden. Das, was kommt, kann nicht in unser starres, institutionelles Denken gezwängt werden. Da bin ich 100% von überzeugt. Im Geist zu wandeln bedeutet, mit seinen Augen zu sehen, mit seinen Ohren zu hören, mit seinem Herzen zu verstehen. Wenn wir das tun, erscheint uns die Erde mit all ihren Problemen und ihrer Pracht mehr und mehr so klein, wie sie wirklich ist. Verstehst du? Im Geist zu wandeln, und dazu fordert uns die Bibel ja immer wieder auf, mit seinen Augen zu sehen, mit seinen Ohren zu hören, mit seinem Herzen zu verstehen. Wenn wir das tun, also den Blickwinkel, die Perspektive Gottes haben, wenn wir das tun, erscheint uns die Erde mit all ihren Problemen, was wir gerade erleben, und ihrer Pracht mehr und mehr so klein, wie sie wirklich ist. Nachdem wir die Herrlichkeit und die Autorität von Jesus erfasst haben, Achtung, beeindrucken uns Könige und Präsidenten nicht mehr als ein Bettler. Wenn wir den Herrn einmal gesehen haben, erscheinen aller irdischer Pomp und jede gesellschaftliche Stellung lächerlich. Und auch die schlimmste internationale Krise kann kaum Anlass zur Besorgnis geben. Der König sitzt auf seinem Thron und er wird niemals die Kontrolle verlieren. Hey, das ist steil. Der Prophet sagt hier, Rick Joyner, ja, in diesem Buch, wenn du den Blickwinkel Gottes hast, wenn du den Herrn gesehen hast, wenn du eine Realität, ein Bewusstsein der Realität seiner Herrlichkeit hast, deine Autorität erfasst hast, wenn du weißt, wer Jesus ist, wenn du ihn einmal gesehen hast, eine Offenbarung von ihm hattest, wenn du das hattest, hey, alles, was auf dieser Erde ist, das sind die Stars und die Prominenten und die Mächtigen und die Herrschenden und sonst was. Es ist nichts. Es ist nur die Welt. Es ist nur die Welt. Und er schreibt sogar, es ist nicht mehr als Bettler von der Beeindruckung, wie es sich beeindruckt. Und das ist exakt absolut so, wie wir das sehen. Ja? Wenn wir den Herrn einmal gesehen haben, erscheint aller irdischer Pomp und jede gesellschaftliche Stellung lächerlich. Und das ist ein Punkt, wo sehr, sehr viele Christen leider nicht die richtigen Blickwinkel haben. Warum? Weil sie nicht den Herrn wirklich vor Augen haben. Sie sind beschäftigt mit diesem Weltsystem, mit dem, was die Welt sagt, wie sie sich verhält, wie sie sich mit Eindruck macht, wie sie Angst macht und so weiter. Und die Lösung davon ist, dass du eine Offenbarung vom Herrn hast, wer er wirklich ist. Ne? Und dann ist es nämlich so, wie er hier ja wirklich also es auf den Punkt hämmert. Ne? Die schlimmste internationale Krise kann kaum Anlass zur Besorgnis geben. Warum? Weil du weißt, wer dein Herr und Retter ist. Du weißt, wem du gehörst. Du weißt es. Es geht nur um dieses irdische Leben, was so kurz und vergänglich ist. Es geht nur um die Leute, die hier Macht und Position haben. Hey, wir müssen ein Verständnis der Ewigkeit haben. Das ist der Punkt. Der König sitzt auf seinem Thron und er wird niemals die Kontrolle verlieren. Und dann, Ende hier von dem Zitat, was ich aus dem Buch übernommen habe, da heißt es, als Jesaja den Herrn auf seinem Thron sitzen sah, war er umgeben von Seraphim, die einander zuriefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Alle Lande sind seiner Ehre voll, das ist in Jesaja 6, Vers 3. Und er schreibt, wie können eigentlich die Seraphim bei all den Kriegen, den Konflikten, den Katastrophen, den Krankheiten, den Hungersnöten, den zwischenstaatlichen Konflikten behaupten, alle Lande sind voll seiner Ehre. Wie können die das machen? Warum? Und er sagt, sie können es, weil sie in der Gegenwart des Herrn wohnen. Wer in der Gegenwart des Herrn wohnt, wird ebenfalls die ganze Erde als voll seiner Ehre betrachten. Der Herr wird den Sieg haben und seine Wahrheit wird sich letztlich gegenüber allen Lügen durchsetzen. Wir können die Realität der Ereignisse auf der Erde wahrnehmen.
Doch wir sehen auch die größere Realität von Gottes Plan und Kraft. Wir sind Bürger der neuen Schöpfung, nicht der alten. Und wir müssen die Dinge aus dem Blickwinkel der neuen Schöpfung heraus betrachten. Das war dieses Zitat. Ich fand das so grandios. Ich fand das so bemerkenswert. Und es hat wirklich, wirklich zu mir gesprochen, weil ich persönlich durch genau diesen Prozess durchgegangen bin. Ja? Wenn man den Herrn gesehen hat, wenn man eine Offenbarung davon hat, wer er ist, wenn man im Rahmen einer persönlichen Beziehung erkennt, wer der Herr ist, wer Jesus Christus wirklich, wirklich ist, ja, dann verlieren die Dinge dieser Welt komplett an ihrem Einfluss, ihrer Bedeutung, ihrer Macht, ihrer Position, ihren Möglichkeiten, irgendwie mit uns was zu machen. Die Frage ist, welchen Blickwinkel haben wir? Die Frage ist, haben wir den Herrn vor Augen oder haben wir die Welt mit ihrem Getue vor Augen? Ja? In Kolosser 3, Vers 1 und 2 gibt es eine super wichtige Stelle. Das solltest du dir aufschreiben und in der Bibel richtig fett anmarkern. Kolosser 3, Vers 1 bis 2. Da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also ihn als Herrn und Retter angenommen habt und ein neues Leben bekommen habt und auferweckt worden seid in dieses neue Leben hinein, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Okay, heißt, wenn du Christ bist, konzentriere dich auf das, was droben ist. Schau auf das, was droben ist. Konzentriere dich auf Jesus, konzentriere dich auf den Christus. Er sitzt zu Rechten Gottes. Das musst du im Blickwinkel behalten. Diese Position musst du haben. Du musst dir das wissen. Dazu fordert er uns auf. Und dann geht es weiter, legt er noch einen oben drauf, sagt er, sinnt auf das, was droben ist. Konzentriere dich drauf, denk drüber nach. Das muss dein Denken beschäftigen. Das ist etwas, worauf du fokussiert sein musst. Sinn darüber, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Heißt, Paulus sagt, ihr müsst euren Fokus auf die himmlischen Dinge richten, auf den Herrn richten, euch auf die Position Christi fokussieren und nicht auf das Zeug dieser Welt, nicht auf das Getue dieser Welt. Nicht auf die Welt und diese Erde schauen mit all ihrem Getöse. Schau auf Christus, richte den Blick auf ihn. Weißt du was? Das ist keine Empfehlung. Das ist nicht ein guter Ratschlag. Das ist eine Anordnung. Ja? Er sagt das, wenn du Christ bist, dann tu das. Ja? Sinn nicht auf das, was droben ist, Sinn auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist eine Anordnung. Die Bibel sagt es dir. So, weißt du was? Ich kenne so wenig Christen, die sowas beherzigen. Die meisten sind so in diesem irdischen Ding gefangen, sind so in diesen Umständen dieser Welt gefangen, sind sowas von diesem irdischen Leben beeinflusst. Und selten konzentrieren sie sich mal auf die Dinge der Ewigkeit. Weißt du was? Das ist die falsche Blickrichtung. Das ist das falsche Lebenskonzept. Als Christen sind wir schon mit ihm verbunden. Er ist unser Leben. Wir gehören zu ihm. Ja? Ich habe vorhin gesagt, ich habe das so persönlich durch. Und zwar ist das hier. Das ist ein Buch, war eigentlich mein erstes Buch fast, Entdeckungsreise im Himmel. Und der Titel sagt genau das, was es für mich war. Es war meine persönliche Entdeckungsreise im Übernatürlichen, in der himmlischen Dimension. Und ich habe mich schwer getan, dieses Buch zu publizieren, weil das waren Dinge, die mir wirklich heilig waren, die mir persönlich sehr wichtig waren, die mein persönlicher Gang mit dem Herrn waren. Und das ist über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren auch gewachsen. Das sind Dinge, die waren am Anfang nur solche Bilder, Visionen, Eindrücke, wie so einzelne Puzzlesteine, die haben überhaupt kein Bild ergeben. Und das hat gedauert und gedauert, Jahre und Jahre, bis das Ganze sich immer mehr abgerundet hat. Und irgendwann hat der Herr mich aufgefordert, dieses Buch zu schreiben. Und wie gesagt, es ist mir echt nicht so leicht gefallen. Besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil, da geht es, naja, mehr so, ich will nicht sagen theologisch, aber einfach mal so, was geht es hier eigentlich? Was ist denn der Himmel? Wo ist der Himmel? Ne? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir von sowas sprechen? Und dann im zweiten Teil gibt es über 40 Bilder,
Visionen, Eindrücke, die ich hatte, wie gesagt, die sich immer mehr dann zum Gesamtbild ergeben hat. Und ganz hinten ist ein kurzer kleiner Teil, wo es darum geht, wie man selber, also wie du selber in diese Sichtweise hineinkommen kannst, wie du selber das erleben kannst. Deine eigene Entdeckungsreise. Okay, und was ich sagen will hiermit ist, ich habe den Herrn gesehen. Mehrfach, immer wieder. Und wie Rick Joyner geschrieben hat, wenn du ein Bewusstsein vom Herrn hast, wenn du weißt, wie er ist, wenn du weißt, wie er wirklich ist, wenn du eine Offenbarung hast, wenn du ihn gesehen hast, hey, die Dinge dieser Welt, die verblassen zu Schatten. Er sagt, sind nicht mehr als Bettler. Das ist wirklich so. Es ist alles eine Frage der persönlichen Offenbarung des Herrn der Herren. Weißt du, und deshalb sehe ich auch die Dinge dieser Welt kritisch. Ja? Weil ich sage, hey, als Kinder Gottes müssen wir einen völlig anderen Blickwinkel haben. Ich kann sie nur kritisch sehen. Die Bibel sagt, die ganze Welt liegt im Argen. Das ist offensichtlich der Fall. Ja? Und die Menschen dieser Welt sind Teil des Problems oder Teil des Systems. Aber wir als Kinder Gottes haben einen völlig anderen Ansatz. Ja? Ich möchte hier was vorlesen aus diesem Buch. Das war folgendermaßen, es war ein Gottesdienst, ich war in der Anbetungszeit und dann war so eine Situation, das habe ich öfters gehabt und das haben viele Leute hatten das schon mal, das ist wie so ein sanft ansteigender Hügel, grünes Gras und so weiter und oben auf der Kuppe steht Jesus. Auf der Kuppe des sanft ansteigenden Hügels strahlte helles Licht. Es leuchtete von einer Person aus und ich wusste, dass es Jesus in verherrlichter Gestalt war. Er lud mich ein, zu ihm zu kommen, und zu meinem Erstaunen rief er mit mächtiger, donnernder Stimme, komm. Dann rief er ein weitere Male und es wurde immer lauter. Es war geradezu erschütternd. Ich erbebte regelrecht vor der Lautstärke. Ich eilte zu ihm. Er war gleißend hell, völlig weiß. Ein sehr intensives, ungetrübtes, weißes Licht strahlte von ihm aus. Es war wirklich vergleichbar mit dem direkten Blick in die helle Mittagssonne. Ich stand vor ihm und hatte trotz der lauten Stimme kein Gefühl von Angst oder Beklemmung. Ich kam zu ihm als sein Geliebter. Er hatte mich gerufen und ich durfte ihn in seiner machtvollen Herrlichkeit, seinem verherrlichten Leib sehen. Das war etwas, wonach ich mich von Herzen gesehnt hatte. Ich stand nun frontal vor ihm. Er war deutlich größer als ich und intensiv gleißend weiß. Er leuchtete nicht nur, sondern das Licht strahlte regelrecht von ihm aus. Es war gewissermaßen aktiv. Ich schaute auf seine Füße, die mit Sandalen bekleidet waren. Ich bemerkte nun etwas, was ich noch öfter sehen sollte. Es war die Substanz seines Körpers. Sie irritierte und faszinierte mich gleichzeitig und war mit nichts vergleichbar, was man auf der Erde kennt. Es war absolut unirdisch. Seine Füße und, wie ich später erkannte, sein ganzer Körper waren mit Fleisch und Blut nicht vergleichbar. Die Haut, die sich beim Berühren durchaus anfühlte wie normale Haut, schien wie eine glasklare, durchscheinende Hülle zu sein, die das dahinter ihr Liegende erkennen ließ. Dies war eine schwer zu beschreibende, feuerartige Substanz, die ich am ehesten mit goldglühender Lava in strömender Bewegung umschreiben möchte. Es war etwas Glühendes, und im Glühen pulsierendes, sich bewegendes zu sehen, ein Lodern, wie das Glühen in einem Kohlebecken oder bei heiß glühendem Metall. Über deinen Füßen sah ich das blendend weiße Gewand, deine Hände, die mir entgegenstreckte, besaßen die gleiche Substanz wie die Füße. Trotz des Leuchtens und Ausstrahlens seiner Haut konnte ich die Vernarbungen der Wundmale erkennen. Ich sah etwas empor und entblickte einen goldenen Metallreifen, der wie ein Gürtel oder eher wie ein Stück Harnisch das Gewand im Bereich oberhalb der Taille umspannte. Dann sah ich Jesu Gesicht. Es war wirklich strahlend wie die Sonne. Das Ausstrahlen des Lichtes aus seinem Angesicht konnte man geradezu sehen. Es war wie mächtige Sonnenstrahlen. Obwohl es für menschliche Augen auf der Erde unerträglich hell gewesen wäre, konnte ich in sein Angesicht schauen. Allerdings erkannte ich zunächst nichts außer dem weißen Strahlen. Es war wie wenn man von nahem direkt in einen Flutlichtscheinwerfer blickt. Langsam konnte ich Gesichtszüge, Mund, Nase und Augen wahrnehmen und erkennen.
Das Rot des Mundes wurde von strahlendem Licht überlagert, aber nicht ganz verdeckt. Genauso war es mit den Augen. Ich kann sie nur als blaue Diamanten beschreiben. Dass sie blau waren, irritierte mich, in denen wilde, unirdische Flammen loderten. Ich ergriff Jesu Hände. Obwohl es mir vorkam, als ob ich eine glühende Kohle, ein glühendes Stück Lava anfassen würde, hatten seine Hände eine normale Temperatur. Es war sehr angenehm. Ich fühlte die harten Vernarbungen. Dann öffnete Jesus zu meiner Überraschung das Gewand etwas und zeigte mir die Narbe des Speerstichs an seiner Seite. Auch diese Narbe berührte ich vorsichtig. Und dazu habe ich folgende Bibelstellen dazu geschrieben. In Offenbarung 1, Abvers 10. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand, an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen, wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Also ich, für meinen Teil, bin ich überzeugt, das Gleiche gesehen, was Johannes gesehen hat. In Hesekiel 1, Vers 27 heißt es, und ich sah, wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, was ringsum ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts. Und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer und ein Glanz war ringsum ihn. Oder in Hesekiel 8, Vers 2 heißt es, und ich sah und sieh eine Gestalt mit dem Aussehen eines Mannes, von seinen Hüften an abwärts Feuer und von seinen Hüften an aufwärts wie das Aussehen eines Glanzes, wie das Funkeln von glänzendem Metall. Und dann kommt ein weiteres Bild, gleiche Situation, Anbetungszeit, ich sehe diesen Hügel, ja, und da ist es, ich ging zu ihm und legte meine Hände in die seinen, die er mir entgegengestreckt hielt. Wieder betrachtete ich seine Haut, die durchsichtig dieses innere Glühen umspannte und bemerkte auch diesmal, dass seine Hände eine angenehme Temperatur hatten. Er stand vor mir und von seinem ganzen Gestalt, insbesondere aber dem Gesicht, ging dieses extrem helle, gleichmäßige weiße Licht aus. Dieses Licht war etwas Spürbares, wie man Sonnenstrahlen auf der Haut spürt. Es hatte gewissermaßen Substanz. Ich badete regelrecht in diesem weißen, außerordentlich angenehmen Licht. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Licht durch mich hindurchging und ließ es über und durch mich fluten. Interessant war, dass ich mitten in diese ausstrahlende Helligkeit hineinsehen konnte, ohne dass es in den Augen schmerzte. Das wäre auf der Erde unmöglich gewesen. Ich sah Jesu weißes Gewand und seinen goldenen Brustgürtel. Er legte seine Arme um mich und drückte mich fest an sich. Nach einigen, dann gibt es da Situationen, wo er mir was zeigt. Das überspringe ich jetzt mal. Ich versuchte, Jesu Augen in dem strahlenden, kraftvollen, weißen Licht zu erkennen. Plötzlich erblickte ich sie für einige Augenblicke völlig klar und deutlich. Ich war erstaunt. Der Ausdruck in ihnen war voller Kraft, Liebe und Freude. Ich sah großes Wohlwollen und echte Zuwendung. Es war der Blick aus einem wirklich liebenden Herzen. Ich verstand ganz neu, dass Jesus mich ganz und völlig liebt, begehrt und annimmt. Es war ein Blick, bei dem man verstummt. Ein Blick voll Liebe und Kraft. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe, heißt es in Offenbarung 9, Vers 12. Es gibt noch mehr solche Beschreibungen, auch über den himmlischen Thronsaal und Dinge, die der Herr mir einfach gezeigt hat. In diesem Buch Entdeckungsreise im Himmel, ein Buch, was, wie gesagt, ein Herzensbuch ist. Ein richtiges Herzensbuch. Das war nichts, was man einfach so, ja, wie so ein Sachbuch schreibt, sondern das ist wirklich etwas, wo ich auch lange, lange daran gearbeitet habe, einfach um das in richtig guter Weise zu formulieren, was der Herr
uns da aufs Herz gelegt hat. Und ich habe das deshalb vorgelesen, um klarzumachen, wenn du eine Offenbarung vom Herrn hast und die Möglichkeit, den Herrn so zu sehen, hast du auch, es ist alles eine Frage deines Gebetes und deiner Hinwendung zu ihm, dann verblassen die Dinge dieser Welt. Ja, du brauchst keine Angst zu haben in der Situation. Die Bibel sagt, erhebt eure Häupter, wenn das passiert. Eure Erlösung naht. Ja, wir als Volk Gottes sind im Grunde genommen in einer Position, wo wir die Lösung sind. Während die Welt in ihrem ganzen Fiasko immer mehr auseinanderbricht, wie auch Rick Joyner das gesagt hat, sind wir diejenigen, die das Reich Gottes bauen und die Menschenmassen, hoffentlich Menschenmassen, ins Reich Gottes hineinholen. Weil wir auf einem festen Fundament stehen und weil wir wissen, wer wir sind und weil wir die Klappe aufmachen. Weil wir sagen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Weil wir nicht mitheulen mit den Wölfen in dieser Welt, sondern weil wir sagen, es gibt einen Grund zur echten Hoffnung. Es gibt wirkliches Leben. Und das findest du nicht in dieser Erde, nicht in dieser Welt, sondern es gibt etwas, was weit darüber hinausgeht. Und diese Botschaft der Hoffnung, die müssen wir weitergeben, das ist uns aufgetragen. Das ist der Missionsbefehl. Und dafür werden wir auch gerichtet, ob wir das getan haben, ob wir das umgesetzt haben, ob wir dem gehorsam gewesen sind, was Jesus uns gesagt hat. Ja? Deshalb, ich habe vorhin gesagt, mich kann kein Star, kein Prominenter, kein Herrscher, kein Politiker, kein Mächtiger, kein Großer dieser Welt irgendwie beeindrucken. Der kann mir keine Ehrfurcht einflößen und der kann auch mit irgendwelchen Getöse und Gedrohgebärden mich nicht beeinflussen. Hey, wenn du einen Blick hast, wie der Herr ist, wie Rick Joyner gesagt hat, das sind doch nur Bettler. Ja? Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Sigrid hat schon davon gesprochen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. Zwei Optionen. Entweder hast du Jesus und das Leben oder du hast nicht, hast auch kein Leben. Ja? Das gilt für jeden Menschen. Ja? Auch für die mächtigsten und berühmtesten. Für jeden. Wenn sie Jesus nicht haben, werden sie in der Ewigkeit nicht wiedergefunden werden. Der klitzekleinste im Himmelreich ist unermesslich gesegnet gegen den mächtigsten und größten dieser Welt, der an dem eigentlichen Ziel vorbeigeht, ewiges Leben zu ergreifen. Diese Bibelstelle steht in 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und daran beurteilt sich, ob ein Mensch erfolgreich ist oder gut gelebt hat oder nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Er wird in Ewigkeit nicht wiedergefunden werden. In Johannes 3, Vers 36 wird es ein bisschen anders ausgedrückt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja? Es geht um diese persönliche, intakte Herzensbeziehung zu Jesus Christus. Dieses Annehmen des Lebens mit ihm. Ja? Wer das nicht tut, ist verloren. Auf Ewigkeit getrennt vom Herrn der Herren und vom König der Könige. Auf Ewigkeit an der falschen Stelle. Ja? Hat auf ewig das verpasst, um was es geht. Hat falsch gesät. Hat das, was gesät ist, falsch investiert. Hat nicht in das, was wirklich Ewigkeitswert hat, investiert. Das soll nicht für dich und mich gelten. Ja? Er hat alles verpasst. Und da gibt es eigentlich ein dramatisches Bild, und damit komme ich auch langsam zum Ende. Und das ist das mit einem Baby im Mutterleib. Und das Bild ist sehr plastisch, weil es uns hilft, die Situation zu verstehen. Schau, das Baby im Mutterleib ist in einem sehr engen, sehr dunklen, sehr begrenzten Bereich. Und weißt du was? Das Baby hat keine Ahnung von der eigentlichen Welt. Die Welt ist im Grunde genommen drumherum, ja, aber es ist eben in diesem Mutterleib drin. Und weil es in diesem Mutterleib ist, ist es da so, dass es eben versorgt wird, aber es ist eng und klein. Und es ist eigentlich nicht im wirklichen echten Leben, stimmt's? Das richtige echte Leben ist nicht da. So, und so ist unser Leben als Christen hier auf dieser Erde. Oder als Menschen hier auf dieser Erde. Wir sind hier auf dieser Erde wie in so einem Mutterleib. Wie in so einer engen Dings. Und der eigentliche Punkt ist, dass wir geboren werden müssen in das eigentliche Leben hinein. Deshalb spricht die Bibel immer wieder von der Wiedergeburt, von der Neugeburt. Wir müssen geboren werden in das eigentliche Leben, was Gott für dich und mich hat. Ja? Neugeburt, eine neue Kreatur, das ist es, worum es geht. Und das geschieht, indem wir unser Leben Jesus Christus geben. Und jeder Mensch
in diesem Leben, der das nicht tut, der diese eigentliche Leben nicht hineingeboren wird, der keine Wiedergeburt, keine Neugeburt erlebt, weißt du, wie der ist? Der ist wie eine Totgeburt. Der kommt nicht in das eigentliche Leben hinein. Eine Totgeburt. Der wird das Eigentliche nicht sehen. Er kommt nicht in das, was der Herr wirklich für ihn hat. Ja? Das Interessante bei der Totgeburt ist, sie selber kann es nicht ergreifen, ist nicht im Leben. Aber die anderen, die ins Leben hineinkommen, die wissen auch nichts von der Totgeburt. Das ist einfach weg, es ist einfach nicht da, es spielt keine Rolle, es gehört nicht dazu. Und so ist es mit dem ewigen Leben. Viele werden das ewige Leben haben. Und da sind viele, viele dabei, die in der Welt absolut übersehen werden. Absolut, absolut übersehen werden. Wirklich. Viele, viele, viele. Geringe, einfältige. Ja? Die Bibel sagt ja, nicht viele Edle und Berühmte und Schlauere und sonst was sind berufen. Ja? Das Unwerte vor der Welt hat Gott erwählt, sagt die Bibel. Ne? Aber viele werden eben überhaupt nicht gefunden werden und man wird nicht ihrer gedenken. Sie sind nicht da. Deshalb sagen wir, sie werden in Ewigkeit nicht gefunden werden. Du, das können die berühmtesten Prominenten sein, die können die Welt erobern, die ganze Welt kann ihnen applaudieren. Weißt du was? Es ist nichts. Es ist gar nichts. Es vergeht wie nichts. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, sagt die Bibel. Ja? Die können die beehrtesten und gefeiertsten Persönlichkeiten sein. Hier auf dieser Welt ein bisschen Applaus gekriegt. Und das war's dann. Für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. Und die Leute wissen, auf Ewigkeit, ich bin am falschen Platz. Auf Ewigkeit, ich habe es verspielt. Auf ewig wissen sie, ich bin nicht in das eigentliche Leben hineingekommen, was der Herr für mich hat, was Gott für mich hat. Und sie wissen, ich habe das, obwohl ich es in der Hand hatte, das Saatgut nicht investiert. Ich habe nicht in das ewige Leben gesät. Ich habe nicht mich retten lassen. Hier, das ist furchtbar. Das ist doch abartig. Und zu solchen Leuten schauen wir auf und applaudieren ihnen und lassen unser Leben davon gestalten. Wir müssen einen Blick haben, wer wir sind als Christen. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet, gerettet zu sein. Wir müssen verstehen, in uns ist Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hey, was ist mit dieser Welt? Das ist doch nichts. Die Bibel sagt, konzentriert euch auf das, was droben ist und nicht auf das, was in der Welt ist. Wir müssen Bürger des Himmels sein und von diesem irdisch verhafteten Dreck loskommen und von diesem Ding, was uns hier so festhält und von den Mächten, die uns hier sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Es muss ein Ende haben, ja? Es muss ein Ende haben. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben, noch stehlen. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Begierde. Sie vergeht. Es bleibt nichts davon. Es wird nichts davon gewonnen werden in der Ewigkeit. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Jesus sagt es nochmal ganz knüppelhart in Matthäus 16, Vers 26. Da heißt es, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an deiner Seele. Du kannst die Welt gewinnen, wenn du Schaden an deinem ewigen Leben nimmst, ist es nichts. Was hilft es dir? Was kann ein Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Amen. Mit seinen Engeln. Amen. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und das betrifft jeden. Das betrifft all die Mächtigen. Das betrifft all die Leute, die in irgendwelchen Positionen sind. Das betrifft all die Leute, die Entscheidungen treffen. Das betrifft all die Leute, die irgendwie aktiv sind. Und es betrifft den Kleinsten und den Größten, es betrifft dich und mich. Männer, Frauen, Kinder, alle. Wir sind da drin. Aber wenn wir Christen sind, wenn wir den Herrn angenommen haben, wenn wir in einer intakten Liebesbeziehung stehen, wenn wir ihn ergriffen haben, wenn wir gesagt haben, I receive, ich nehme es für mich an, dann haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit, dann haben wir Erwartung des ewigen Lebens. Das beginnt sogar schon jetzt. Wir leben in ihm, er ist in uns. Ja? Und deshalb sage ich dir, keine Angst.
Und deshalb sage ich dir, keine falsche Ehrfurcht, keine Menschengefälligkeit, keine Obrigkeitshörigkeit, kein Kadavergehorsam, keine falsche Sicherheit irgendwo suchen. Deshalb sage ich dir, verlass dich nicht auf Menschen. Die Bibel sagt, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Deshalb sage ich dir, sei weise, was du sähst. Ja, sei weise, was du sähst. In jedem einzelnen Lebensbereich. Sei weise, was du investierst. Ja, deshalb sage ich dir, sei weise in deinen Worten, in deinen Taten, in deinem Verhalten. Auch weise, wo du Opfer hingibst, wo du dein Geld investierst. Natürlich, ja, wo du etwas investierst, egal was. Sei weise in allem, was du tust mit deinem Leben. Sei weise in allem, was du investierst, was der Herr dir gegeben hat. Investiere es in die Ewigkeit. Investiere es in Werte, die in Ewigkeit Relevanz haben. Investiere es in etwas, was bleibt, ja, was nicht vergeht. Die Bibel spricht davon, es gibt Sachen, die investieren Leute und das ist wie Heu, Stroh, nichts. Holz, verbrennt, ist nichts, bleibt nicht. Du musst wirklich was haben, was in Ewigkeit Bestand hat. Und lass dich von den Dingen dieser Welt nicht so beeindrucken. Keine Angst, wirklich, als Christen keine Angst. Die Bibel sagt, wenn es geschieht, und das sind die Dinge, die jetzt geschehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und ich habe auf dem Herzen, oder wir haben auf dem Herzen, weil wir den Eindruck haben, dass das einfach für den einen oder anderen etwas ist, was wirklich zu ihm spricht und wo wir glauben, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, ich will ganze Sachen mit dem Herrn machen. Dass wir hier dieses Gebet vorlesen. Ja? Hier in dieser Broschüre, die wir einfach haben, wo es darum geht, dass man Christ wird. Und wir werden zuerst einmal das vorlesen, hier das Gebet, ein Übergabegebet für dich, wenn du das möchtest. Willst du Christ werden? Und dann auch, willst du einen Neuanfang mit Jesus machen? Weißt du, vielleicht sagst du, ich habe das jetzt gehört und ich will das einfach wieder festmachen. Ich habe mich von den Dingen der Welt vereinnahmen lassen. Ich bin irgendwie, ja, so auf einen glitschigen Boden gekommen oder wie immer man sagen will. Ich will das neu festmachen. Dann ist das was, was du jetzt hier mit uns beten kannst. Und wir wollen das einfach für dich beten. Wir lesen das einfach vor als so ein Übergabegebet und ich lade dich einfach ein. Wenn dich das betrifft, dann bete mit. Und wenn es dich nicht betrifft, dann bete doch einfach für die Leute, die es betrifft, für jemand anderen. Ja. Möchtest du das hier vorlesen? Ich? Willst du einen anderen vorlesen? Ist egal. Okay, gut. Also Übergabegebet für Leute, die Jesus als Herrn und Retter annehmen wollen. Jesus Christus, ich wende mich dir zu. Ich akzeptiere hiermit, dass ich ein Sünder bin, der keinerlei Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise gerecht vor Gott zu stehen oder zu ihm gelangen zu können. Ich erkenne, dass ich von Gott getrennt bin. Du, Jesus Christus, hast den Weg frei gemacht, damit ich zu Gott kommen kann. Yes. Ich akzeptiere das jetzt für mich. Ich akzeptiere, dass du, Jesus, für mich lebst, gestorben und auferstanden bist. Ich akzeptiere deinen Opfertod für mich, den du stellvertretend zum Kreuz erlitten hast. Ich nehme das für mich persönlich, jetzt, willentlich in Anspruch. Herr, ich tue Buße für alle Dinge, die ich falsch gemacht habe, wissentlich oder unwissentlich. Ich bitte dich, dass du mich in einen Prozess der Reinigung, der Heiligung und deines Segens hineinführst. Ich möchte anders leben, als ich bisher lebte. Ich möchte so leben, dass es dir wohlgefällig ist. Bitte zeige mir alle Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind. Und hilf mir, sie zu bereinigen und völlig frei von allem zu werden, was deinen Absichten für mein Leben widerspricht. Ich nehme all das an, was du für mich getan hast. Ich akzeptiere dich als meinen alleinigen Herrn, Retter und Erlöser. Du hast dein Leben für mich gegeben. Das empfange ich als Geschenk der Erlösung von dir. Ich gebe dir mein Leben. Es gehört dir. Im Namen Jesus Christus erkläre ich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin erlöst. Ich habe siegreiches Leben hier auf dieser Erde und nach meinem Tod ewiges Leben in der Gegenwart Gottes im Himmel. Amen.
Und die Bibel sagt, Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich segne alle, die das jetzt mitgebetet haben, die einfach sagen, ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn und Retter annehmen. Und ich segne dich und spreche aus, dass das wirklich versiegelt ist in deinem Herzen. Dass das der Feind nicht raubt, wie bei dem vierfachen Ackerfeld, dass es nicht weggenommen wird, sondern dass es etwas ist, was in deinem Leben Wurzeln schlägt, hervorbringt und Frucht bringt. Frucht bringt, wirkliche Frucht bringt. Frucht, die in die Ewigkeit hineinreicht. Ich segne das und spreche aus, dass du jemand bist, der in Ewigkeit mit dem Herrn der Herren, dem König der Könige verbunden sein wird, der in Ewigkeit gerettet ist, der die gleiche Zukunft hat, wie Gott hat. Ja, weil du Jesus Christus angenommen hast. Das war genau das mit der, Waage, ja, wo die junge Frau oder was da war, nur gesagt hat, ich habe nur das Kreuz, das ist alles, worauf ich mich berufen kann. Ja, genau. Viele Dinge in unserem Leben können dazwischen kommen. Viele Dinge versucht der Feind zwischen Gott und uns zu stellen. Viele Dinge versucht er, damit wir wieder vom Kurs wegkommen. Und dieses Gebet der neuen Hingabe ist für die Leute gedacht, die einfach sagen, ja, ich weiß, ich muss eine Kurskorrektur vornehmen. Ich muss ganz, ganz neu mein Leben Jesus geben. Ich muss ganz neu nochmal das festmachen, dass ich weiß, dass ich gerettet bin für Zeit und Ewigkeit. Amen. Mein Gebet ist das. Wenn du möchtest, kannst du das mitbeten. Und auch für die Leute, die sagen, naja, das brauche ich jetzt nicht. Es ist immer gut, dass wir nochmal uns bewusst machen in dem, was wir aussprechen, dass wir das auch wieder neu verinnerlichen, was uns eigentlich gehört. Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich mal in der Vergangenheit mich für dich entschieden habe, dass ich dir mein Leben gegeben habe und dass ich akzeptierte, dass du mein Herr und Retter bist. Doch du weißt auch, dass durch mein Leben, durch Umstände und Probleme sich Dinge zwischen dich und mich geschoben haben. Und dass ich von den guten Vorsätzen, die ich hatte, weggekommen bin. Ich habe es nicht gepackt. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich auf dem Herzen hatte. Ich bitte dich, dass ich jetzt einen Neuanfang, einen echten Neuanfang mit dir machen kann. Ich tue Buße für alles, was falsch gelaufen ist. Herr Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben ganz neu. Ich gebe dir die alleinige Herrschaft über mein ganzes Leben. Amen. Ich bitte dich um deine Kraft. Ich bitte dich um die Erfüllung mit deinem Heiligen Geist zum vollmächtigen Zeugendienst. Ich bitte dich um deine Weisheit und Hilfe. Herr, ich bitte dich um dein Wirken und dein Reden zu mir, sodass ich auch in schwierigen Situationen von dir höre, wie ich mich verhalten soll. Ich bitte dich, dass du mir beistehst, dass du mich lehrst, leitest und hilfst, dass ich ein siegreiches, dir wohlgefälliges Leben finde. Du bist mein Herr und Retter. Im Namen Jesus erkläre ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst. Ich habe siegreiches Leben hier auf der Erde und nach meinem Tod ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Schau, manche Leute haben nicht das Gefühl der Heilsgewissheit. Dieses Gebet in diesem Heft, der Spaziergang, kann dir das immer wieder zusprechen, dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit, wenn du dein Leben Gott gegeben hast. Das ist nichts Kompliziertes, das ist nicht irgendwie, da muss man nicht irgendwelche Gedankengerüste bauen, sondern es ist ein Gebet Herz zu Herz. Mose hat gesagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott selber sagt über Daniel, du bist mein Vielgeliebter. Und zu David sagt er,
ein Mann nach meinem Herzen. Das sind Dinge, die auch heute für uns gelten. Du bist viel geliebt bei Gott. Du kannst einen Blick in seine Herrlichkeit haben. Und du bist angenommen als ein Mensch nach dem Herzen Gottes, wenn du dich in dieses Leben mit dem Herrn hinein begibst, auf den Weg machst, ganz neu einen Anfang machst mit ihm. Gott segne dich dabei. Ja, da wollen wir auch noch für beten. Ja. Im Namen Jesus Christus beten wir hier. Wir beten dafür, dass das für jeden Einzelnen, der jetzt dieses Gebet mitgesprochen hat oder ähnlich in seinem Herzen mitgesprochen hat, der gesagt hat, ja, ich will tiefer hineinkommen in das mit dem Herrn. Ja, ich lebe nicht so, wie ich eigentlich weiß, dass ich leben sollte. Ja, ich muss einen neuen Anfang haben. Ich muss weitergehen. Es muss besser werden. Es muss anders werden. Jeder, der das erlebt hat und der sagt, ich will diesen neuen, klare Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich spreche aus, dass das durch die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben freigesetzt ist, dass die Mächte des Feindes, die dich zurückhalten wollen, die dich blockieren wollen, gebunden sind in der Autorität des Namens Jesus Christus und dass du frei bist, hineinzugehen in das, was der Herr für dich hat, in die Fülle der Berufung, die der Herr für dich hat, dass du nicht mehr zurückgedrängt wirst, sondern dass du vorwärts gehst und vorwärts prescht in das, was der Herr für dich hat, was er möchte, was du in deinem Leben erreichen sollst, damit du ein Segen wirst für viele andere. Das sprechen wir aus über dir. Wir versiegeln das in deinem Herzen. Wir sagen, Neuanfang in deinem Leben hat heute begonnen und du kannst vorwärts gehen in etwas Neues, was der Herr für dich hat. Yes. Und wir sprechen aus alle Gedanken der Verwirrung oder dieses Ableitens, wo der Feind etwas dazwischen werfen will, auch durch diese beständige Angst und Furcht. Ich habe keine Heilsgewissheit, ich habe keine. So, wir sprechen aus, diese Gedankengerüste, diese Gedankenstrudel sind gebunden in dem Namen Jesus. Und wir sprechen Freiheit aus, die du als Kind Gottes, als ein berufenes Kind Gottes jetzt empfangen hast. Und dass du dich darauf berufen kannst, wenn du das mitgebetet hast von Herzen, wenn du das wirklich so meinst, dass tiefer Friede in deinem Herzen einzieht, dass der Herr dich beschenkt mit einer tiefen Gewissheit, dass du sein Kind bist. Dass er dir durch den Heiligen Geist übermittelt, ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Und wie gesagt, diese Broschüre, wenn du mitgebetet hast, solltest du sie wirklich bei uns bestellen. Wir schicken sie dir gerne zu. Sie ist kostenlos. Es sind auch Tipps und Hilfen drin über die ersten Schritte oder überhaupt über Schritte im Glauben, was wichtig ist. Wenn du das nehmen möchtest, weil du einfach merkst, das ist etwas, wo du das Menschen weitergeben kannst, als etwas, was ein wertiges, hochwertiges Produkt ist, um mit ihnen über den Glauben zu sprechen, dann kannst du die gerne bei uns bestellen. Das ist kostenlos, ist über Spenden finanziert. Wir freuen uns, wenn du das bei uns bestellst. Wir haben viele Tausende schon davon verschickt und viele Tausende gedruckt. Und also es steht zur Verfügung für dich. Ja. Von Herzen gerne. Einfach auf unserer Webseite bestellen, die jetzt übrigens dann wieder funktioniert. Ja? Und das möchte ich nochmal sagen. Wie gesagt, vielleicht hast du noch nicht mitbekommen, wir hatten ein Problem von Mittwoch letzter Woche bis Montag dieser Woche. Kam die Meldung über die Webseite nicht durch. Wenn du das also bestellt hast, müsstest du es bitte nochmal machen. Und das Gleiche ist mit diesem Freundesbrief, mit dieser Prophetie, Wort an das Volk Gottes in Deutschland vom 26. April. Den haben wir auch zur Verfügung. Den kannst du gerne bei uns ebenfalls bestellen, zum Weitergeben für den Hauskreis oder sonst was. Aber wenn du das, wie gesagt, in diesem Zeitfenster gemacht hast, schreib uns einfach nochmal neu an. Dann schauen wir danach. Steht jedenfalls von Herzen gerne für dich zur Verfügung. Und wie gesagt, die Bücher, die ich hier erwähnt habe, die gibt es bei uns im Shop, wenn du da dich weiter mit vertiefen möchtest. Ja. Amen. Das war ein langer Abend, wo der Herr Zeit mit uns verbracht hat. Das hattest du ja angekündigt. Ja, wo er an unseren Herzen gearbeitet hat und wo er wieder neu Fundamente geschaffen hat und wo wir dieses Saatgut in unsere fruchtbaren Herzensböden reingearbeitet haben. So, und wir beten, dass wir viel Frucht bringen. 30, 60, 100-fältige Frucht in deinem und in unserem Leben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in der Sommerhitze. Und wir sind gespannt auf die nächste Woche, die kommen wird.
Und wir segnen euch von hier aus. Wir freuen uns über die Zuschriften. Wir lesen jedes Mail, also jetzt wieder, wo alles funktioniert. Und wir sind... Wir lesen auch jedes Gebetsanliegen. Ja, beten dafür. Und wir segnen euch. Wir proklamieren den Frieden Gottes über euch, dass ihr eine gute Nacht habt, dass der Herr zu euch spricht im Schlaf, in eurem Unterbewusstsein auch die Dinge durch den Heiligen Geist bewegt werden, dass ihr Visionen habt und Träume habt und dass ihr auch in diesem Nachtgeschehen, dass ihr da Bilder und Eindrücke habt, dass ihr gerade, wenn unser Geist nicht abgelenkt ist im Natürlichen, dass ihr nachts Offenbarungen vom Reich Gottes bekommt, dass ihr nachts den Herrn seht, ja. dass ihr wirklich dieses öffne mir die Augen, Herr, dass ich dich sehe, wie du wirklich bist, dass ihr das erlebt. Das ist unser Wunsch für euch heute Nacht und auch überhaupt für die nächste Woche. Ja. Und wir sehen uns wieder und verabschieden uns. Genau. Gott mit euch. Gott mit Alles euch. Gute. Ciao. Blessings. Yes.